darfst ausnahmsweise live gehen. Und dann bin ich live. Und dann ist das auf Sendung. Und das Problem ist, man sieht mich halt und das könnte sich sehr negativ auswirken. Warum? Weil ich immer davon ausgehe, dass es die Qualität des Streams kräftig herabsetzt, wenn man mein Bild dabei sieht. Oh, ich muss da Motorm anrufen. So, die Verkehr und Wasser GmbH. Mhm. Verkehr hatten wir eine Menge, Wasser hatten wir erschreckend wenig. Also gucken wir mal, danke. Was das wird. Ja, gerne doch. Hab dich auch lieb. Oh, da ist aber was los, du. Dirk hat's verlassen, Dirk hat's betreten, VWG hat's betreten, Jonas hat's betreten, Francesco hat's betreten. Jetzt gehe ich ja noch mit hinterher. Das sehen die Zuschauer bei dir gar nicht, weil meine Fratze hier vor allem davor ist. Aha, sieh an. Sag mir nicht, ich starte in der Halle. Du, ich mach doch den ganzen Käse hier, damit ich eben nicht in der Halle starte. Deswegen habe ich mich doch gestern so schön ausgelockt. Ich starte doch immer vorm Büro. Ja, okay, aber ja. Nett. Mal gucken, ob heute noch was passiert. Ich schätze mal, wir werden einen krassen Spielerschwund haben, spätestens kommenden Donnerstag. Warum? Weil das Cyberpunk 2077 rauskommt. Also ich bin da noch nicht klar, was das Game angeht irgendwie. Also was die Vorschau angeht, die ist natürlich absolut geil. Die schaut so richtig herrlich aus, du. Definitiv, aber ich bin halt die Jahre vorsichtig geworden, was solche Spiele angeht. Na. Siehe Fallout 76, Gott sei Dank habe ich nicht zugegriffen damals, als es rauskam. Ja, haben die Arschgesichter, haben die doch wirklich auf ihren Zetteln, ne? Wirklich eine falsche E-Mail-Adresse draufstehen. So ist schön, dass du dir nicht schreiben kannst. Also, läuft richtig bei denen, ey. Was ist der Große? Und ich schicke das da die ganze Zeit hin und denke mir so, warum funktioniert die Scheiße denn nicht? Leute, ja, jetzt weiß ich warum. Leute, den A23 NG313 braucht man. Braucht kannst mitnehmen. Keinen, oder? Der 3 auf 4. Danke. Nein, kannst du mitnehmen. Kannst du mitnehmen. Gönn dir. Ja, weil die Frau ist Falkensee und da ist normalerweise ein bisschen mehr los. Ich habe einen schönen neuen Kleinbus gefunden, aber den haben wir noch nicht getestet. Dann teste ich nachher mal. Werde ich auf jeden Fall machen. Also wenn der Stream dann beendet ist, dann werde ich mal schauen, weil ich möchte gerne das Spiel abschmieren. Ich möchte kein Fail haben in meinem Livestream. Ja, genau. Ich möchte gerne, dass das Ding, ich möchte, dass mir erst um die Ohren fliegt, wenn keiner mehr zuschaut. Ah, also wolltest du in Solaris fahren, oder? nein, um die Ohren. Warum so schlecht im Spiel, Mann? Im Spiel vielleicht nicht, aber im Echt. In Echt würde ich dann auch nicht fahren. Das ist ein Plastikbomber. Ja, wie gesagt. In Echt glauben wir, Alter, Digga. Hatten sie keine Qualität mehr? Doof. Nee. Das Ding kostet ja nur 150.000 Euro. Nagelneu. Ja, man weiß nicht genau, wofür man das zahlt, ne? Weißt du, im Spiel hat der Solaris eine höhere Qualität wie in Real. Ja, das ist nicht traurig. Schwer. Das ist nicht schwer. Die positiven Eigenschaften kannst du dazu programmieren. Das ist nicht weiter tragisch. Oh, ich muss mal meinen Stream, ich muss mal drauf gucken, was die Leute geschrieben haben. Ja, mach mal. Ich kann diesmal nicht reinschauen. Nee, hat keiner mehr reingeschrieben. Warum streamst du eigentlich nicht mit Cam? E-Mail wird synchronisiert. Warum? Du solltest auch mit Cam streamen, Jung. Nee, dazu habe ich dir letztes Mal schon was gesagt. Ja, natürlich. Aber, wenn du daran erinnern kannst. Das hilft nicht. Mach ich gerne nochmal. Was? Was mit Cam streamen oder drüber herziehen? Du. Er fängt halt an und überlegt sich, Moment, was hat er gerade eben gefragt? du hast halt den Vorteil, ja. Du hast keine nicht so viele Busspotter bei dir. Ich weiß es noch nicht, wie viele Busspotter es hier im Landkreis Mühldorf am Inn gibt. Aber ich glaube nicht so viele wie hier. Meine Güte, da hast du halt eine Fanbase, dann sag alle dein Twitch-Account und hier, follow, mach Werbung, Alter, ey, ohne Scheiß. Alter, aber manchmal kommt es aber auch nicht gut, Alter. Ach. Stell dir vor, dein Chef guckt zu. Ja, frohe Weihnachten.
Ja, ja, warum? Hallo Chef, schön, dass du zuschaust. Man kann da unten übrigens abonnieren. Ja, genau, genau, absolut. Man kann da 4,99 machen. Nein, wenn du Amazon Prime hast, geht das gratis. Haha. Ja? Ja, du musst dann deinen Amazon Prime Account mit deinem Twitch Account verbinden. Dann hast du ein gratis Abo pro Monat. Der kriegt gar nichts. Der kriegt gar nichts, oder was als Streamer? Doch, der Streamer, der kriegt davon die Hälfte etwa. Was heißt die Hälfte? Das heißt ich krieg ja nur 5 Euro wären es 2,50 Euro. Genau. Was für eine Sauerei. Finde ich nicht. Obwohl, ich sag mal so, ist natürlich auch gut für den anderen, ne? Ja, Twitch ist eine Kapitalgesellschaft. Spart er auch dadurch. Twitch ist eine Kapitalgesellschaft, die wollen Geld machen. Nein, was für eine Überraschung. Oh, wir wollen nur dein Bestes. Ja, da müssen auch noch Mitarbeiter bezahlt werden und so weiter. Darf ich auch noch vergessen, die ganze Infrastruktur muss bezahlt werden. Stimmt, und dann müssen noch die Roboter bezahlt werden. Genau, die deine Kunden, die deine Kundenanfrage nicht beantworten. Ja. Moin, Dominik. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Wo fahre ich denn schön, noch? Danke. Und dir auch einen schönen Nikolaus. Heute Abend seid ihr... Wo fahre ich denn überhaupt hin hier von Falkensee? Da war der. Ja? Ich fahre von Falkensee los, aber ich möchte gerne wissen, wohin ich eigentlich fahre. Hardeberg fahre ich. Ja. Ich bin heute Abend. Soll ich mal sagen, wo ich heute Abend bin? Am Klo? Am American Truck. Wir machen heute einen Konvoi. Nikolaus-Konvoi. Ah. Mhm. So, Saft ist an. Ja, ich freue mich drauf. Ich weiß schon, warum du nicht mit Cam streamst. Du kommst erstmal und möchtest nicht dabei gesehen werden. Was hast du jetzt gesagt? Ja. Weil das wird niemals tun. Ich will nicht rauchen während des Streams. Das gehört sie nicht. Ja, hört man ja. Mach mal nicht. Was für Rauchen. Ich lass mir doch nicht vorschreiben, ob ich beim Stream Rauch oder Alkohol trinke oder sonst was mache. Also alles andere gehört ja, natürlich im 18. Bereich. Also, aber also bei Twitch ist es lediglich verboten, sich so zuzusaufen, dass man nicht mehr klar bei Sinnen ist. Es gibt zahlreiche Streamer, die zwischen ein Bier oder zwei, das ist nicht weiter tragisch. Aber in dem Moment, wo es halt darum geht, hier den Alkohol literweise wegzubechern, in dem man Klimaprobleme... dann Knossi, ne, sein allererstes Event mit dem Zito zusammen, ich hab's mir mal ein bisschen was reingepfiffen davon. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Die haben jetzt halt auch wieder ein Weihnachtsgedöns. Die haben sich bei ihrem Angelcamp, haben die sich so dermaßen zugeballert. Da war nichts mehr gerade. Ne? Und die haben ihn trotzdem nicht zugebracht. Also von daher. Hallo. Wenn es für ihren Geldbeutel gut ist, dann wird da nichts zugemacht. Dirk? Ja, bitte? Ich geh mal kurz mit dir runter, Mike. Ja. Oh, jetzt Chat. Ja, Chefgespräch. Ach, das ist Kevin. Ich hab gedacht, das ist ja Mike. Kevin, ist das langweilig? Mit dem will ich nicht reden. Digga, du sollst runtergehen! Hab dich runtergehen? Ich zieh den hier ohne Grund runter! Also, wir sind hier gerade im, übrigens live auch doppelt hier, ne? Oder dreifach mittlerweile. Ne, doppelt. Ja, was soll ich sagen? Jetzt müssen wir noch 15 Minuten warten, bis das ganze Theater hier losgeht. Ja, wenn Echtzeitforscher. Ja, natürlich fahr ich Echtzeit. Ey! Du hast doch auch die Rheinhausen Add-on, das hast du ja auch, oder? Rheinhausen habe ich auch, ja. Also ich habe es mir auch jetzt gegönnt, ich finde die Karte geil. Muss ich sagen. Mich hat halt lediglich ja bisher dabei genervt, dass die Ansagen nicht gemacht wurden. Aber das ist scheinbar wahrscheinlich Konfigurationsfehler von meinerseits. Weil die Ansagen für die funktionieren. Ich habe nämlich den Urbino 15.2 dabei gehabt. Ich habe eigentlich nur den Urbino 15 bisher. Ich musste mal mit anderen Bussen testen, welchen Bus hattest du dabei, dass die Ansage nicht funktioniert hat. Ich fuhr mit dem normalen hier, mit dem Buspack. Alter, Philipp. Was? Schick da mal eben was auf Discord ein Bild, du wirst es nicht glauben, ich schick dir mal eben was. Jo, mach mal. Hast du den Gelenker auf Rheinhausen dabei gehabt, Henrik, das weiß ich nicht mehr. Welchen Gelenker?
Ich habe vorhin gesagt, an Reihenhausen hat mir nicht gefallen, dass die Busse keine Durchsage hatten. Aber war, wie gesagt, wohl eher ein Konfigurationsfehler meinerseits. Ich habe mittlerweile die Hofdateien in alle Busse. Ja, du musst, der andere hat das, der, sag mal schnell hier, der Aber ich habe sie seitdem nicht mehr gespielt. Ich brauche noch ein bisschen Kohle und da ist hier die Strecke von Falkensee nach Starken doch wunderbar für geeignet. Philipp, komm mal eben kurz runter. Ja, ja, warte kurz, bitte. Im Hintergrund hört, ist der ziemlich chaotische Teamspeak, der vorbeigeht. Hallo. Teamspeak haben wir nicht, wir haben Discord. Oh ja, Entschuldigung, natürlich, also nicht der Teamspeak. Der Discord natürlich. Wie komme ich drauf? Teamspeak wäre. Also Teamspeak ist quasi sowas wie Mercedes oder MAN. Discord ist sowas wie Solaris und. Absolute. Oh, er ist nicht mehr da. Wenn er das gehört hätte, wäre hier jetzt wahrscheinlich runter vom Solar, vom Discord. Aber inshallah, gell? Oh Mann. Lass ihn das nicht hören, du. Ich sehe hier immer Werbung vom Stream aktiviert. Wie kann ich das aufstellen? Kann ich das überhaupt aufstellen? Sehr dubios alles. Außerdem ist der Ton vom Stream ab und zu mal weg. Ich hoffe mal, ich weiß nicht, ob er in-game auch weg ist. Vermutlich. Wenn ich den Bildschirm deaktiviere. Und wir sehen mal. Na, 11 Minuten noch bis Abfahrt. Der Bus heizt mal langsam hoch. Zumindest bilde ich mir das ein. Obwohl, so dringend brauchen wir die Heizung eigentlich nicht, ne? Draußen ist 11 Grad. 11 Grad, sag mal, wir haben doch Winter, oder? Wir hatten doch Winter. Ja, vielleicht ist es heute etwas wärmer in Berlin. Ja, stellen wir schon mal ein. Den Blick nach rechts hätte ich gerne auf mein Zeug hier. Ich finde in der, da gibt's, ich habe ja diese App hier, ne? Die habe ich ja mittlerweile. Und da es am Handy zu klein war, habe ich es auch noch aufs Tablet installiert. Und ich hoffe mal, dass es da besser funktioniert. Ich finde es halt immer sehr, sehr lästig. Du kannst nicht alle drei Knöpfe auf einmal drücken. Also du hast einen Knopf für Fahrkarte ausgeben, Geld einbehalten und Wechselgeld rausgeben. Das ist immer ziemlich lästig mit dem Ding. Außerdem mit dem Handy funktioniert das nicht so wirklich gut. Mit dem Tablet schaue ich dieses Mal. So, ich bin kurz auf Toilette, ich komme sofort wieder. Ja, lustige Sachen rein. Meinst du die Berliner Kasse da jetzt, die du gerade drin hast, ein bisschen umständlich oder wie? Moment, erstmal Dirk, sehe ich das richtig? Danke dir. Ich sehe das. Hallo, meine Kinder. Warum hat das Ding jetzt hier nicht gepiept? Das hätte doch piepen müssen. Nee, ich habe hier bei mir. Ich habe zu dir schon mal gesagt, das funktioniert nicht, Hendrik. Ich habe schon mal zu dir gesagt, wo ich das gemacht habe. Ich habe das danach nochmal testweise durchlaufen lassen von Streamlabs. Ja. Das funktioniert. Das ist blöd. Aber na gut, ich sehe es ja auch so, ne? Ich sehe es ja auch so. Aber ich sehe. Wir sehen es nicht. Ich sehe es hier bei Dirk unter anderem, dass er hier. Ein First mit dabei hat. Warum jetzt meine Liste hier unten drunter nicht funktioniert, das weiß ich auch nicht. Das ist Ich bin kurz drauf, ich komme sofort wieder. Irgendwas funktioniert hier hinten und vorne nicht, ja. Philipp wird lachen, wenn ich das jetzt erzählen würde. Das ist die Alertbox, die ist aber da, definitiv. Ich sitze nämlich auf dem Kotz. Ja, bitte keine Details. Es sei denn, du möchtest, dass alle das hören, denn ich bin live. das können wir jetzt. Du wirst gesendet. So, also Streamlabs ist richtig eingebunden, die Alertbox existiert. Ich bin im Fernsehen. Präzise auf Twitch. Ich bin auf Twitch, hallo. Die Eventliste ist auch da, obwohl da sollte es theoretisch drinnen stehen, Dirk. Bin mir jetzt sicher, warum. Die Zuschauer rennen alle weg, wenn die sehen, dass ich da bin. Ach du, ich stream mit Cam, das kann nicht schlimmer sein. Was haben wir noch? 9 Minuten haben wir noch. Was machen wir in 9 Minuten? Ja, also wie gesagt, das, theoretisch sollten sämtliche Subscriptions und Follows drinnen stehen. Warum sie das jetzt nicht tun, ist mir jetzt erstmal ein Rätsel. Schauen wir nach. Description. Sub,
Subscriptions, Subscriptions, Abonnements. Schauen wir mal nach bei der Alert, bei Alertbox. Alertbox sollte eigentlich Subscription Test. Die kann man sowas testen. Da funktioniert das wunderbar. Und da steht es auch wunderbar drin. Warum das jetzt vorher nicht angekommen ist, frag mich nicht. Also wie kann man sowas denn testen? Indem man auf seinen Twitch-Kanal geht, danach geht man auf die Seite streamlabs.com, dort loggt man sich dann mit seinem Twitch-Account ein, geht auf die Seite mit der Alertbox drauf und da gibt es einen Button, der nennt sich Test Subscription. Denn wie du jetzt siehst, ist bei mir im Stream mein eigener Name als Subscription in der Liste mit drin. Moin. Und von der Seite aus klappt alles. Also da ist alles drin, da funktioniert alles, steht alles, wackelt, hat Luft. Es müsste theoretisch funktionieren. Warum es praktisch nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel. Ja, dann erzähl mir, warum es praktisch nicht funktioniert, bitte. Und wie du siehst, Dirk tobt sich gerade mit dem Jolly Roger aus. Nee, sehe ich nicht. Ich bin ja bei mir auf dem... Ja, Dirk, das kannst du bei mir jetzt auch in den Kanal reinschreiben. So, die Piraten, fahr doch mal los. Die Piratenflagge ist übergreifend. Ja, 7 Minuten. Könnt man glatt mal machen, du. Warum 7 Minuten, hä? 7,3 Minuten auf Negativ steht es gerade. Also in 5 Minuten darf ich losfahren. Das heißt, wir begeben uns... Lauf bei dir. Vielleicht zum besseren Losfahren empfiehlt es sich auf jeden Fall, einen Gang einzulegen, hat man mir so gesagt. Ja, das sollte helfen, habe ich gehört. Ja, dann kommt man viel leichter voran. Moin. So, ich muss noch 30 Sekunden warten. Ich stehe hier auch richtig bescheiden, ne? Ich habe gestern Abend, ja, ich gestern Abend noch einen Streamer zugeschaut, der ist durch Lackbeck gefahren, war es, glaube ich. Oh, wei. Tempo 80, Alter, mit dem Bus, ne? Ja, du weißt auf jeden Fall Bescheid, Alter. Das ist realistisch cool. Tempo 80 in geschlossenen Ortschaften. Und dann sich darüber beschweren, über unrealistische Busse, die sich in dir in den Weg biegen. Das haben wir gerne. Josef Knigge, moin. Steve Liff, moin. Haben wir schalten ja zum Glück zusammen. Was ist? Ja, was ist? Irgendjemand hat da gerade was gesagt. Ja, ich nicht. So weiß ich nicht. Dann fahren wir schon mal langsam zum Startpunkt. Er ist so ein Busfahrer, wisst ihr, ne? Er fährt immer 5 Minuten früher ab, als er eigentlich fahren darf. Das ist bei ihm normal, weil er arbeitet auf dem Dorf. 2 Minuten normal, das übertreibt man nicht, Junge. Hm? 2 Minuten eher als normal, das übertreibt man nicht, Junge. Ja, als normal. Hallo. Plus minus null ist normal. Hallo. Ach, der ist schon normal. Was will ich haben, normale Fahrschein? Hey, Henrik, mit dem Schleuder mit an der Bushalte. Du bist da halten bei der? Da geht's doch gar nicht los, oder? Natürlich geht's ja los. Bei Falkensee Bahnhof. Doch, das ist ja Falkensee. Doch, da geht's los. Geht's dann los, weil die rote Linie fängt erst an der T-Kreuz wieder vorne an. Genau, das ist beim Fahrzeug, da an. Aber das hier, wo ich stehe, ist die erste Haltestelle. Das ist so ein bisschen Haltestelle, okay. Und nachdem ich hier nur einladen muss, stehe ich doch relativ human da. Ah, schöner Bus. Mhm. Die Stadtbusfamilie, geil von MAN. Ja, das ist der mit 110 Plätzen. Die Falkenseer Route ist normalerweise immer ein bisschen besser besetzt. Ich freue mich schon auf die neue Stadtbusfamilie, ne? Irgendwie. C2? Nee, auf die andere, auf die, MAN. Sag mal, Dirk, ich gibt da noch eine zweite? Also, ja, soll es noch eine zweite geben, oder ja, was? New Line City. Ich bin auch gespannt. Sag mal, Dirk, ich hatte bei dir jetzt gar nicht das Citaro Add-on gefunden. Gibt's das auf Steam? Du hattest mir beim letzten Mal, glaube ich, gestern Abend gesagt, es gäbe ein Add-on mit einem Mercedes, bei dem man die Bremse nicht drücken muss, um einen Gang reinzulegen. Ach, du meinst von O405? Kann sein, bin mir das sicher. Ist das CityBus O405? Ja, den habe ich ja. Okay. Ja, den habe ich auch. Der ist halt Baujahr, weiß gar nicht, was für ein Baujahr das er da drin hat. 1980 oder 1990. Au.
Der 95 ist zu neu, da kommt schon der Citaro. Ich mag zwar Retro, aber der 93 war 92, 93er müsste es sein oder so. Merkt man da überhaupt? Ja, ich glaube sowas, irgendwie 90 rum. Aber der hat zwei Kassen, die Berliner Kasse und der hat sowas wie einen Fährmarsch, ich weiß gar nicht, wie es da drin heißt. Ein Abronbunker ist, glaube ich, drin. Okay. Ziemlich gut, also mit Touchscreen und leicht zu bedienen, habe ich ja auch immer. In einem Bus aus den 80ern. Ja, geil, ne? Ja, super. Und Automaten und Berliner Türsteuerung und das kann man aber alles konfigurieren, das ist schon das Geile an dem Spiel. Und die Türsteuerung weiß ich gar nicht mehr, ob man die, ich glaube, kann man einstellen. So. 2 Minuten Verspätung noch von mir. Ach du, ich habe noch 3 Minuten bis Abfahrt, oder ja, 2 Minuten bis Abfahrt, 1 Minute bis Abfahrt, irgendwie so weit. Hier im Spiel gelten ja 2 Minuten nicht als Verfrühung, also... Schaut's denn hinter mir aus? Ach, da staut sich eh keiner, also ist egal. Kann ich fahren? Danke. Ja, das kann ich auch nicht. Aber der Fahrlehrer war ja der Meinung, dass ich könnte. Moin. Eine Gruppenkarte. Yep. Wie viele Leute seid ihr denn? Haben sie gut gemacht. Oh, ich habe sogar noch ein Lob bekommen. Ehre kriege ich hier echt selten sonst. Haben sie gut gemacht. Das, ist auch, das sind wahrscheinlich die Leute, die auch beim Flugzeugkapitän applaudieren, wenn er gelandet ist. Das sind meistens auch dieselben, die beim Klempner applaudieren, wenn er das Rohr repariert hat. Also ich erwarte eigentlich von einer Personengruppe, dass sie ihren Job machen. Da gibt es nichts zu applaudieren, aber das ist jetzt nur mal persönliche Meinung. Aber Busfahrer sind wieso ungedankt immer. Ja, deswegen finde ich es immer gut, wenn man dann auch, ne? Ja, da kannst du froh sein. Danke kriegt oder so, Bierbruder, ne, sowas. Diesmal sind sie aber kräftig zu spät, junger Mann. Ja, ja, was du nicht sagst. Ja, wir staunen die ausgesuchte Seppel. Ja. Ich trau mir dann nur meine eigene Wendezeit, aber danke für gar nichts. Genau. Wünsch dir auch einen schönen Tag. Ja, ist echt so. So, halt. Ja, da stehen viele Leute. Da kommt noch einer. Komm, Bus. Ach, Bus, sag ich schon. Komm, Ampel, wird gut, danke. Komm, Ärger. Bus. Das ist natürlich. Komm ist doch Kraftomnibus, oder? Ja. Segefelder Straße. Kommen Sie rein, gucken Sie da draußen! Genau. Moin! Ja, einsteigen! Kommen Sie näher, kommen Sie ran hier, wenn Sie genauso beschissen gehen. Genau, wir wollen nur Ihr Bestes, Ihr Geld. Manchmal auch Ihre Seele, aber so religiös sind wir ja nicht. Ja. 8,40 Gesamtbereich, jupp. 8,50, 9,10, bitte. Angenehme Fahrt für dich. Das sind doch teure Preise da. Mein teuerstes Ticket kostet 30 für die Tageskarte. Ich bin auf Hamburg City. Mann, müssen da reich sein. Ah, City ist eine teure Stadt. Lass mal gucken, was eine Wohnung kostet. Möchte ich besser nicht wissen. Dürfen. Hallo. Hatten der Chaussee alle oder wie die heißt? Das möchtest du nicht wissen, glaube ich. Ich habe da einmal nachgeguckt. Münchner Verhältnisse? Ich hätte gerne eine normale. Ja, glaube. Danke. So, jetzt haben wir immer noch 2,1 Minuten. Das war jetzt verdächtig schnelle Strecke hier. Und? Kleisterst du ihm gerade den ganzen Kanal zu? Ja? Nee, Dirk, bei dir. Nee. Er hat ein Problem Jolly Roger mitbekommen. 50, 3, 5. Ach, du wolltest Kinder. Ja, du wolltest die Kinderkarte, ist ja gut, Mann. Sorry, ich hab den Nahbereich verwechselt. Wie groß die Person ist, die das will. Mach doch mal Klotzenruf und Arbeiten. Arbeiten, bö. Dein Ernst, Radfahrer, dass du mir einfach reinfährst, du Spaß? Rathaus. Ja, Lebenshaus.
so ein Spacken, anstatt erstmal zu gucken. Der hat gesehen, dass ich rausblicken wollte. Er hat's gesehen! Ja, der zieht kann, einfach rein. Da kann er sich aufregen. Was für ein Mensch. Was für ein Mensch, ey. Was für ein Mensch. Ich sag ja Radfahrer. Die größte Gefahr für uns. Wie in der Realität. Nur, dass sie momentan halt noch die E-Scooter zusätzlich zugelassen haben zu den ja. Rollen, weil da noch nicht genug auf der Straße ist. Danke dafür außerdem. Ja. Ist mir doch wurscht, dass mir gerade auf der Kühlerhaube klebt. Du bleibst da stehen. Weißt du? Weißt du, ich dachte, die würden uns gefallen und ich dachte, die wollen den Personenverkehr, also den Nahverkehr attraktiver machen, aber die macht den immer unattraktiver. Das überrascht dich jetzt irgendwie, oder? Ja, es überrascht mich sehr. Guten Tag. Will keiner also mit? Ja, gut, dann nicht, ne? Reise sollte man nicht aufhalten, oder wie sag ich? Jetzt steigen alle natürlich aus. Jo, tschüss. Wieso? Fährst du wieder die gesenkte Sonne? Einmal kurz Strecke. Nee, der Radfahrer, der hat gerade einfach mal, der wollte mal eine Runde mit dem Bus kuscheln, ja. Ach, okay. Machen, ne? Ich scharf drauf. Bin ich nicht neidisch drauf. Lass mich ran, du fährst Mercedes und hast noch keine Kühlerhaube drüber. Ja, jetzt genau. Jetzt eine. Ja. So, 2 Minuten Verspätung. Das ist nicht gut. Darauf stehe ich nicht so. Da kommt gleich wieder. Ja, Sie sind aber viel zu spät. Warten Sie, lassen Sie mich kurz überlegen. Nein! Also, das schönste Ding hatte, glaube ich, ich glaube, Dirk war das immer. Entschuldigen Sie, sind Sie nicht dieser Michael was? Schumacher? Der geilste Kommentar, den ich bisher gehört habe. Wahrscheinlich wieder irgendwie mit Tempo 120, Tempo 100 in der 30er-Zone unterwegs oder irgendwie sowas. So. Kommen Sie rein, gucken Sie nach draußen. Ja, hallo, du, ich hab zwar Vorfahrt, oh, aber sicherheitshalber fährst du mir genau für die Flinte, damit ich halt bremsen muss, ne? Kennst du das anders? Ja, nee, nein, natürlich nicht. Ja, guck. Die Leute glauben halt wirklich, wir müssen uns einen halben Tag behalten, ne? Ja. Mach mir, wie der hier reinkommt und sagt, mach mir mal Nahbereich. Nahbereich mach ich dir nicht, darauf hab ich keine Lust, darauf stehe ich nicht so. Meinst du, brauchst du nicht machen, der ist schon gemacht? Ja. Ticket habe ich gerade frisch geschrieben, extra für ihn. Ja, genau. Guck mal, bin ich nicht sozialer Busfahrer? Da muss ich ehrlich nachdenken. Nein. Schreib sogar für meine Fahrgäste noch die Tickets selber. Du, ich hab da anderen Leuten auch zugeschaut, dass die Fahrgäste rausgerannt, weil sie sofort aussteigen wollten, wie die Fahrstils. Nochmal, ja, ich fahre ja viel auf Karten, sind, wo keine Radfahrer sind. Ja. Weil auf Half City ist so das Einzige, wo Radfahrer sind. Hallo. Klar, du kannst das umparken, aber ich sag mir auch mal so, warum, weshalb, wieso, warum soll ich das machen? Ne? Ich will die Karte ja so behalten, wie sie ist. Der Typ hat sich ja Mühe gegeben. Weil sonst, ja, wenn der gewollt hätte, dass die Radfahrer da reinkommen, dann hätte er es gemacht. Der hätte dazu schon was dabei gedacht, dass es gemacht hat, ne? Ja. Jetzt hab ich Kacke gebaut. Was Kacke? Ich hab aus Versehen. Was hast du schon wieder kaputt gemacht? Hier sind die Linienlichter reinzuballern. Jetzt bin ich schon vorgefahren. Jetzt. Jetzt wird's mehr. Ich hoffe, er nimmt's trotzdem auf. Der Typ macht doch alles kaputt. 32 Minuten. Nein, das ist die falsche. Ja, das ist natürlich. Oh, ich muss eins zurückgehen. 151 SO. Bin ich gut gefahren. 1545, das ist das noch. Dann hast du an diesem Bus hier ist übrigens. Genau, die 1463. Dass du nicht merkst, wie schnell du bist. Komm, mein Repaint ist geil, das müsst ihr zugeben. Mit diesem Blau. Komm, das sieht schon ein bisschen geil aus. Da hab ich schon gut gewählt. Ja, und den Bus hab ich ausgewählt. Sorry. Was für ein Repaint hast du? München? Übersee Boulevard, Half City. Ah, okay. Ah, ich darf fahren, ne? Grüner wird's nicht. Nee, ich muss ein bisschen warten, vielleicht streut jemand Schmierseife aus oder sowas. Du mich auch. Nein? Ich hab dich auch lieb. Ja, gerne bedenken. Na, wenn jetzt die Tür noch aufgehen würde, das wäre eine feine Sache. Ja, jetzt rennen sie erstmal alle weg. Oh, da ist die Tür doch offen, dann rennen wir rein. Ist das zu kalt hier? Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Irgendwie ist das zu kalt hier. Ja, eine Fahrkarte für den Großbereich.
Jo, das kriegen wir rein. Weißt du, der kommt hier rein, kurz ein T-Shirt, kurze Hose, irgendwas ist so zu kalt hier. Ja, da gibt es so eine Mischung, Mittel dagegen. Heißt Stoff, vielleicht kennt ihr das. Einfach mal anziehen, wir haben es Winter, 11 Grad draußen, kommt im T-Shirt rein, irgendwie ist es so kalt hier. Nein, jetzt haben wir nicht mehr. Bei mir sind es 5 Grad. Bei mir sind es 13 Grad. Das ist so ein Scheiß. Was ich mal bräuchte, wenn eine Klimaautomatik, das wäre das Geiles. Nein, bitte, tschüss. Da fängt man doch nochmal an, Hauptbahnhof. Rheinaue. Eine Grundkarte, wie viel sind sie denn? 45, 51. 11,20, 11,50, 12, ja. 14, 15. Tschüss, angenehm Tag. Jo, Gesamtbereich, Alter, hier verdiene ich mich dumm und dämlich auf der Karte, ich schwöre. Sind sie noch da? Ach, meine Kunden sind noch da, geil. So. Ja. Scheiß auf Verspätung, ich verdiene mich dumm und dämlich, alles andere ist mega. Ich hab eine übel Verspätung. 2 Minuten. Das wird richtig miese Fahrt. Warum? Ich hab mich nochmal umspawnen müssen, weil er die Fahrt nicht anerkannt hat und Verspätung und so weiter. Jetzt habe ich natürlich 3 Minuten, 7 Verspätung, jetzt muss ich Gas geben. Ja, kann das, ich habe auch 2 Minuten, ich muss auch ein bisschen Gas geben. Das ist mein O405. Will nicht so der spät ankommen. Funktioniert einwandfrei auf der Rheinauer. Rheinhausen. Das läuft richtig bei dir. Jetzt muss man schnell fahren hier. Jetzt geht's. Nein, du mein. Aber durch. Nein, heute nicht. Aber durch. Ich bin gerade auf, ich bin gerade über Gelb gefahren, weil ich zu Abend gesagt habe, nee, heute nicht. Auch bei leicht Rot kräht noch kein Hahn danach, du. Besser, ich sag mal so, das war noch gelb. Besser du fährst jetzt bei einer Sekunde rot, als dass du 50 Schleudertraum hast. Besser als dass du 50 Schleudertraum im Heck drin hast, ne? Ja. Ich meine, du hast ja 50 bis 100 Leute drin, die uns alle einmal kräftig nicken. Ja, ist doch auch mal was Schönes. Sag mal, wieso hängt jetzt mein Rechner? Und auch nicht jeden Tag. Hallo Rechner, mach's mal weiter. Der darf gar nicht. Ich weiß nicht, warum der Rechner hängt. Doch, keine Ahnung, warum. Der darf eigentlich nicht. Von hinten sollten sie eigentlich ein bisschen langweilen. Tschüss. Jo, Großbereich. Yep. Guten Tag. Hallo, jo, Abfahrt. Jo, Großbereich. 4 Euro, jo, 3,50, no, jo, tschö. Hallo. Eine Tageskarte bitte. Jonas ist reingekommen. Jo, moin Jonas, einen wunderschönen guten Abend. Abend sag ich schon, guten Tag. Ich muss die Leute darauf hinweisen, sie sind live. Ja, wir sind live. Mehrfach. Ich und. Ja. Aber für Jonas ist es kein Problem, das weiß ich. Ich wusste auch, dass du live bist, weil ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen, dass du live bist. Ja. Oh, okay. Ich habe gerade als erstes schon mal Radfahrer geküsst, weil der wollte unbedingt mit mir kuscheln. Da habe ich gesagt, ja komm, dann machen wir mal. Ja, komm, Mensch, ich bin ein netter Busfahrer. Ne? Ja. Man muss ja auch mal sozial halten sein. Sie ja Chaussee, Freudstraße. Super sozial gewesen, Philipp. Ja, weiß. Hast du die Map schon heute im Webdisk gesehen? Waldhofen. Ja. Habe ich berichtet bekommen, aber nicht gesehen. Ich habe mir die noch nicht runtergeladen, weil das Problem ist, weil ich mir noch unsicher bin. Ja, lass mir dich sie vor? Ja, wir lassen dich vor. Sie ist von den PDP eingearbeitet, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich den vorlassen will oder ob der mir hier gleich auf die Spur rutscht. Deswegen, beides. Ja, der fährt da auf den Dings drauf. Gut. Okay, gut, tschüss. Schönen Tag noch. Halten Sie auf Chaussee Stadtbahnstraße. Ja. Bei den Radfahrern bin ich jetzt vorsichtiger als wie gerade. Das kann ich. Ich stehe nicht mehr auf Kuscheln. Einer reicht. Kommt jemand zufällig jetzt hier aus Bayern? Aus Bayern, ja sicher. Warum? Bayern hat die Beschränkungen erhöht. Es gilt allgemeine Ausgangssperre ab Mittwoch, glaube ich. Echt? Ja, die haben. Digga, das tut mir richtig leid, Henrik. Die haben die Maßnahmen erhöht. Und, Henrik, suche schnell einen Job. Wundert mich gar nicht. Also, natürlich, Ausnahmen sind zur Schule und so alles, aber halt nur so. Arbeit gab's, ja. Ne? Aber sonst sollst du daheim bleiben, dich knechten lassen. Arbeiten zu gehen, aber danach darfst
Aber kein Wasser. Danach musst du wieder nach Hause. Und in Hotspots ab 200 gilt von 22 Uhr bis 5 Uhr eine allgemeine Ausgangssperre. Ja. Hendrik, du bist richtig eine arme Sau, du tust mir richtig leid. Wie gesagt, wundere mich gar nicht. Wurde auch langsam Zeit. Ja, und in Schulen ist es so, dass ab der 8. Klasse unter 200 im Wechselunterricht gewechselt wird und ab 200 komplett ist im Distanzunterricht. Wie gesagt, wundere mich gar nicht. Haben Sie einen, haben Sie einen richtig guten Plan mit 200 gemacht, muss man ja sagen. Ja. Muss man sich ja echt loben. Also ich habe nur darauf gewartet, dass irgendwas passiert, klar. Ich meine, wir haben hier so viele Leute, die notorische Maskenverweigerer sind. Es gibt Demos namens Querdenken, wobei die Leute nicht mehr in der Lage sind, gerade auszudenken. Wie wollen sie denn jemals querdenken können? Und soll ich mal sagen, das ist für uns wir auch. Wir sind das zweitheftigste Bundesland. Das heftigste ist Nordrhein-Westfalen. Ja. Und irgendwas müssen wir da tun, wenn wir hier nicht an Bavaria First scheitern wollen. Weil also Platz 1 ist ja super zu sein, aber bei der Corona-Zahl ist es eher scheiße. Ja. Stimmt. Und irgendwas muss man da halt machen. Hessen hat ja schon angekündigt, dass die Maßnahmen wollen. Mit einigen Maßnahmen. Ja, und Niedersachsen auch. Ja. Ups. Niedersachsen will auch nachziehen. Ich habe eher das Gefühl, dass so Niedersachsen so die sind, die dann so nachziehen, erst wenn alle anderen so nachgezogen haben. In Niedersachsen will aber auch nachziehen. Ja, das. Hessen weil das ja Problem ist, ich sag mal so, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil das Problem ist, ne? Ja. Wahrscheinlich halt ohne, ne? Ja. Wie heißt es? Ich kann es durchaus nachvollziehen. Ich meine, wie gesagt, schau dich um. Ja. Dann weißt du genau, warum das so ist, wie es ist. Genau so sieht's aus. Ich erlebe das ja teilweise, wenn ich am Fahren bin, ja, wie die Leute die Masken verweigern. Dann sage ich, weißt du was, okay, verpiss dich doch einfach. Geh mir nicht auf den Sack. Du weißt, es steht auf der Seite drauf, geh raus. Fertig. Ja. Ganz einfach Geschichte. So. Dann diskutiere ich auch nicht lange. Nee. Und wenn er versucht reinzugehen, dann ja, dann hast du Probleme mit mir. Und das ist nicht gut. Einfach, hallo. Die Polizei da ist. So einfach ist das. Vor allem genau so sieht's aus. Respekt, aber wegen dir sterbe ich nicht. Ja. Es gab einen Fernsehmoderator, hat mal einen Querdenker interviewt, ne? Und? Der Fernsehmoderator hat den Querdenker so gefragt, also Sie, was halten Sie zu Abstand und Maskenpflicht? Ja. Sagte er so, das halte ich für absoluten Quatsch. Und dann meinte der, und dann hat der Fernsehmoderator so gefragt, und warum halten Sie so viel Abstand zu gesunden Menschenverstand? Ja, das war ein extra 3 in der Heute-Show war das. Ja, das habe ich auf TikTok gesehen. Ich musste so anfangen zu lachen. Ich habe dann drunter geschrieben, Ehre Moderator. Wasserwerkstraße. Ich muss mal kurz was gucken. SV Werder Bremen gegen VfB Stuttgart bestätigt. Gott. Ach, in 54 Minuten geht's los. Ehre. Ja, lass es losgehen. Ich bin eh in anderthalb Stunden nicht mehr da. Weil da krieg ich Besuch. Warum nicht? Weil da krieg ich Besuch. Ah. Da muss ich Schluss machen. Um 4 kommt der Besuch in etwa. Ja, alles gut. Deswegen eier ich jetzt diese Station hier an und halt. Trainer. Florian Kohlfeld, ja, das ist der beste Trainer von Bremen. Ich schwöre. Den wir jemals hatten. Hallo. Also jetzt in den, ne? Im zweiten Jahrhundert. Hallo. Ja. Hallo. Oder bei im 21. Hallo. Jahrhundert. Ja. Alle anderen konntest du bisher alle dann. Keinen Fahrschein, sind bestimmt alle Schwarzfahrer. Die sind dahinter mit. Ja, dann kontrollier doch mal. Spur und guck doof. Das kann er gut. Dann kontrollier doch mal. Wie soll ich das machen? Aufsteigen und den gleich aufs Maul hauen. Ja, genau. Ich habe übrigens heute den Solaris Electric für Omsi ausprobiert, ne? Oh, kommt bei uns nicht in Betrieb. Wir haben schon genug Solaris stehen, da muss irgendeiner. Nein. Gehen. Da muss irgendeiner gehen, wenn irgendeiner. Nein, es geht keiner. Es bleiben alle. Es bleibt alles so wie es ist. Schön, dass es so realistisch umgesetzt wurde. Nein, bitte nicht. Philipp, soll ich dir mal was sagen? Der ist unrealistisch. Der explodiert leider nicht. Und Philipp, ich warte sogar schon darauf, dass hier in der Halle einer explodiert. Und dann haben wir sogar schon ein weniger, da müssen wir keinen verkaufen. Die Geschichte also. Nee, aber die Solaris sind tatsächlich bei uns im Betrieb sehr gefragt. Ja, woher das wohl kommt? Ich stehe wohl alle so auf Brände, auf tickende Zeitbombe auf Räder. Ja. Und ich habe es gestern tatsächlich noch geschafft, Wuppertal die 611 zu fahren.
mit dem Hamburger 200. Die habe ich auch schon mal gefahren. Die ist an sich nicht sehr schick, aber sehr performance-unfreundlich. Sehr performance-unfreundlich, also ohne Mist. Ich war schon nach Hauptbahnhof, war schon halb langweilig. Ich kenn's. Die Karte wird auch nächsten Monat nicht verlängern. Außer jemand anders will die fahren, weil ich werde die nicht fahren. Was für ein Ding? Also ich würde so fahren. Wuppertal. Wupperstrott. Wuppertal hab ich nicht. Kevin Nitschmann. Hab ich auch nicht. Ist vielleicht auch besser so, dass ich nicht ja. Die Berge. Ich empfehle es dir nicht zu kaufen für den Normalpreis. Die Berge sind ja steiler als die Corona-Zeit in Deutschland. Und Mist. Das ist echt aber voll her, ja. Hat da jemand einen 180-Grad-Winkel eingebaut oder was? Ja. Gefühlt, ja. Da gehen die Berge. Ey, das ist schlimmer als wie bei Karl-Bergmann und Karl-Bergmann ist ein kostenloses Add-on. Kein Scheiß. Vor allem die Berge sind so, wenn du am Anfang stehst und dann so runterfährst, kannst du vom Gas ruhig runtergehen, dann erreicht schon 100. Sag mal. Hallo. Soweit ich weiß, ist doch Pflicht, dass bei allen Sachen über 5,5 Tonnen ein Retarder vorgeschrieben ist, oder? Ja. Hier auch? Mhm. Haben die Busse Retarder? Ja, natürlich. Also ich finde sie hier nicht an Bord meines Cockpits. Welchen Bus fährst du denn? Den MAN, den Citybus. Doch, hat der. Du siehst das nur auf dem Display nicht. Nee, ah, Chaussee, Zeppelinstraße. Einen richtigen Retarder. Ich meine, der Motor bremst selber mit, das ist schon klar, aber ja. Der Retarder sollte so ein Ding haben, so Hebel einstellen von Stufe 1 bis 5. Das wäre super. Ach, das meinst du? Das ist der Retarder, richtig? Nee, das ist keine Pflicht, das haben wir aber in echt auch nicht. Passive Motorbremse. Wir haben nur die Motorbremse, genau. Verschleißfrei natürlich. Mhm. Genau. Mein Fahrlehrer hat gesagt, bei seinem LKW hat er die Schüler immer animiert, dass sie mit Retarder runtergehen vom Gas und mit der Motorbremse. Jetzt durfte er die Bremsbeläge austauschen. Mhm. Nach 160.000 Kilometern, weil die anfingen zu rosten. Ja, beim LKW ist es, glaube ich, Pflicht geworden. Der Retarder glaube ich nicht. Ich dachte, mich an sowas zu erinnern. Der Retarder ist beim Bus keine Pflicht. Okay. Ist nicht vorgeschrieben. Fille? Vergesst, ja. Wenn ich mal wieder Finn erwische, dann ändere ich mal mit dem die Leitstelle-Sache da, mit den Texten. Dass wir das mal ein bisschen ansprechender machen. Die Anmeldung, dass wir es ein bisschen ansprechender machen. Warte mal kurz, bin mit -1 losgefahren, zack, auf einmal -4. Zum Glück konnte ich viel durchfahren, so dass ich pünktlich war. Ja, läuft bei dir, Fabi. -4 ist auch nicht pünktlich, das weißt du, ne? Normalerweise machen wir das nicht, ne? Also -4 nicht, -2 ist okay, aber -4 ist eher so bäh. In echt. Was ist denn jetzt los? Nee, in echt nicht. Ja. In echt ist Verfrühung. In echt machen wir es vielleicht. In echt machen wir vielleicht -1. Ja gut, okay, gut. Wenn ich zum Zop ende, ne, und ich 3-4 Haltestellen vorher bin, okay, gut, dann mache ich -1 oder -2. Ist gar kein Thema, ja? Weil ich weiß, da fährt jede 5 oder 3 Minuten Bus durch, ja? Ja, es sei denn, ich muss das irgendwie ein Umstieg von der Bahn. Genau. Und die Leute halt unbedingt dann mache ich's nicht. Dann mache ich's nicht, aber, ne? So, dann mache ich's. Also, wenn ich dann, ne, weiß, da fährt in den nächsten 3 Minuten wieso jemand durch, ja, ne? Jetzt ruckelt das schon wieder, glaubst es? Nee, ich glaub's nicht. Warum? Doch, bei Omsi glaube ich alles. Ich glaub dir das nicht. Schau ins Training an. Das Ding bleibt ab und zu stehen und ich weiß nicht warum. Frag doch mal dein PC. Ich hätte gerne Der lädt dann immer eine Kachel nach. Ja, das kann das doch bedeuten. Schnell gehen. Normalerweise schon. Manchmal gibt es Probleme, dass zum Beispiel der PC die Datei nicht auf sofort findet. Weil eigentlich ist es ja so, dass das ganze OMSI-Verzeichnis durchgerattert wird nach den Dateien, die er braucht. Und wenn die nicht auf sofort gefunden werden, dann stoppt das Spiel, damit halt der PC mehr Leistung hat, diese Kachel zu finden. So wurde es mir mal erklärt. Genau. Wenn mein PC so leistungsarm ist, ne? Verstehe ich, ja. Boah, Digga, Alter, was stehst du da, Autofahrer? Du hast da gar nicht zu stehen, du Eierkorb.
mit deinem scheiß Dreckscooter. Habt ihr schon mal dieses neue KI-Auto auf Hamburg gesehen? Also diesen Mule. Wart mal kurz. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss mich kurz konzentrieren. Genau, lieber Mann. Ja, super. Wir wechseln die Spur mal. Erstmal die Fahrbremse. Ganz genau. Das ist eben das ist der Grund, weswegen ich hier die Kolli aushalte. Genau das ist der Grund. Aber es ist schön, Fabi, dass du wieder da bist. Das freut mich. Aber bitte bei der nächsten Runde nicht minus 4. Das wäre sehr traumhaft. Wenn der Fahrgäste mit wollen, ist das schon doof. 4, 5, 10. Bitte, schönen Tag. Normalerweise fahre ich pünktlich los, aber... Es gibt zwei Worte, mit drei, mit zwei Worte, die den Satz... Warte kurz, bitte. Ah, warte bitte. Danke. Ah, mit drei, minus drei ankommen und eine Minute Pause haben, ich zu wenig zum Essen und Toilettengang. Ja, okay, gut, aber das ist... Ah, trotzdem, ne? Es gibt zwei Worte, die den Satz negieren. Der erste ist normalerweise, der zweite ist eigentlich. Also wenn diese jetzt Worte drin sind, dann den restlichen Satz eigentlich gleich in die Tonne treten. Normalerweise macht man das. Aber soll ich dir... Aber soll ich dir was sagen? Ich kann das aber auch ein bisschen nachvollziehen. Bei einer Minute, wie soll ich da auf Toilette gehen und essen? Und so. Ja, das ist hart. Und wenn er fährt er denn verspätet los und weiter? Hä? Ja, nur, ich meine, wenn der eine Minute, dann brauchen wir halt länger auf dem Klo. Es gibt Sachen, die müssen von alleine kommen. Hoppla, aus. Ja, sag ich auch immer. Also Toilette mache ich immer, egal was für eine Spendezeit ich habe. Ist mir scheißegal. Weil das ist ein Bedürfnis, da kann keiner ran. Und was essen? Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen. Ja, das dauert halt ein bisschen. Ja. Doof. Ach, in Frankfurt. Genau, müssen die Fahrgäste warten. Ja. Der essen die bei uns essen die während der Fahrt. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Bei uns gar nicht. Macht das, wird das gesehen von der Abteilung, von der Chefabteilung oben gibt's eine auf dem Deckel. Halten Sie ab. Und das nicht zu wenig. Stell dir vor, du machst jetzt so 5 Minuten Terrine und das heißt, Wasser schützt dir versehentlich über die Hose. Danach schreckst du auf und fährst während dieser Zeit 4 Fußgänger über den Haufen. Wer ist schuld? Ich gebe den Tipp. Soll ich dir was sagen? Das Unternehmen wird dafür nicht. Soll ich dir was sagen? Ha? Nee. Aber soll ich dir mal sagen? Ja, du hast normalerweise im Bus auch keinen Wasserkocher. Oh. Das stimmt. Normalerweise nicht. Es langt schon, wenn du Kohle über die Instrumententafel gibst. Ja. Das stimmt. Die Reinigung zahlst auf jeden Fall du safe. Lustig wird's halt, ne? Dann, ich glaube Cola Light. Wenn du Menschen überfährst. Ja. Bin ja mit minus 1 losgefahren. Dank einer Ampel stand ich schon länger da. Ist mir Verspätung egal, vor allem in Berlin. Ja, das ist typisch BVG, denen ist die Verspätung auch egal. Ja. Aber uns in Bremen auch. Uns interessiert die Verspätung nicht, aber die Verfrühung, die interessiert uns. Mhm. Weil Verfrühung schlecht ist. Die BVG hat bei Kundenzufriedenheitsumfragen so dramatisch daneben abgestimmt. Also. Ja. Also in Frankfurt ist es so, dass beides nicht egal ist, weil ab 10 Minuten Verspätung darfst du dir in Frankfurt tatsächlich Teile des Fahrgelds zurückerstatten lassen. Ja, für den Fahrgast, aber ich meine für uns als Fahrer. Das kommt aber darauf an, wie du Verspätung definierst, ne? Ja. Weil wir haben hier eine Bahn, wir haben die Südostbayernbahn bei uns. Und wenn die zu viel Verspätung hat, ab 30 Minuten darfst du auch da Fahrgeld zurückerstatten, sagt die einfach, okay, der erste Zug endet jetzt bei der Hälfte, der zweite, der aus München kommt, der endet auch bei der Hälfte, da drehen die dann beide um und schon haben sie beide keine Verspätung mehr. Ja. Obwohl soll ich dir mal was sagen, Minuten das ist jetzt witzig. Ja, natürlich. Henrik? Ja, Philipp. Das wird jetzt witzig. Und der Witz ist für den Hinweg habe ich 21 Minuten und für den Rückweg habe ich Rückweg 18 Minuten. Ja, sag mal, wer ist hier zu doof, um Fahrzeiten zu machen? Ich würde mal sagen, diejenigen, die da oben sitzen und die Linie planen, ne? Ja, das ist klar, also sowas habe ich hier auch bei mir. Mhm. Nicht nur du. Das sind dann komischerweise alle irgendwie. Ja. Obwohl bei uns in Bremen ist es eigentlich ganz gut. Also da sind es eigentlich ganz gute Leute. Das ist noch wenigstens.
Bei uns dürfen Garantieerstattungen geltend gemacht werden bei allen Vorfällen, die über 10 Minuten Verspätung sozusagen treffen, auch Unwetter, Unfälle, höhere Gewalt und so weiter, aber bei höherer Gewalt darf man nur 3 Fahrten pro Tag reklamieren. Oh, das wurde jetzt ein bisschen heiß, ne? So dezent. Jetzt habe ich mich nämlich verschreckt. Und das wäre es jetzt gewesen. Stell dir mal vor, du hättest das im Bus gemacht, im echten. Oh, das wäre es gewesen. Da hätte ich locker 2 Fahrgäste überfahren. Safe. Ist recht praktisch. Ja, die Jungs ist überholt halt. Also die so, ich bin mal ganz vorbildlich und setze mich so langsam in den Staubsauger. Ich wünsche gute Fahrt und bis gleich. Jo, bis gleich. Dank dir, Fabi. Gute Fahrt. Lass dich nicht ärgern. Pass auf dich auf. So. Aua. Hat der Solaris mit, oder? Nee, der hat einen Mercedes mit. Glaube ich. Ah. C2 hat er mit. Ah, okay. Ich habe mich gerade verbrannt. Aua. Aua. An was? Nein, mein Schatz. An einer scheiß Zigarette, Mann. Scheiß Raucher. Da kenn ich eine gute Möglichkeit gegen. Hör auf zu rauchen. Ah, du kennst sie schon. Und das noch am Knie. Oh, das ist voll fies. Du rauchst auf dem Knie. Alter. Okay. Also ich nehme. Nein, ich wollte meine Zigarette aus. Genommen. So eine Art. Ich wollte meine Zigarette ausdrücken. Okay. Ich wollte meine Zigarette ausdrücken und dann ist die, ist die Asche dann auf mein Knie, heiße Asche. Ja, und dann, läuft bei hier. Ja. Aua. Wer sagt hier, dass Solaris Staubsauger ist? XD. Ich. Ich sag das. Und ich sag das gerne 5-mal mehr, weil das die einfach die Wahrheit ist. Oh, das ist aber großzügig. 10 Minuten Wendezeit. Oh, das ist aber danke. Richtig großzügig hier. Hamburg. Wenn jetzt die Ampel auch noch grün werden würde, das wäre gut. So, Fahrt abschießen. Jo, gerne. Das wäre ein Träumchen, ne? Und ich fahr, wo bist du jetzt, Philipp? Ich bin jetzt, U-Borgweg. Ich bin auf dem Sande. Fahren wir uns entgegen, hab ich gehört? Wohin? Fährst du 6, ne? Ja. Ich muss gucken, wo ich hinfahre. Warte, sag ich dir sofort. U-Feldstraße. Ja, wir treffen uns trotzdem, weil, wir fahren ja eh fast auf demselben Linienweg, nur dass so ein paar Haltestellen verschieden ja, sind. Ja, ich fahr nachher. Ich fahr gleich nochmal zum U-Borgweg. Und dann fahre ich vom U-Borgweg bis auf dem Sande. Rathaus Spandau. Ich kann nochmal gucken. Ich fahre jetzt von auf dem Sande nach Borgweg. Weil wenn die App mal ein bisschen Jalla machen würde, könnte ich das jetzt auch ganz machen. Dann fahre ich von U-Borgweg zur Feldstraße, von Feldstraße nach U-Borgweg und dann von U-Borgweg auf dem Sande. Borgweg, Feldstraße, Feldstraße, Borgweg, Borgweg auf dem Sande. Auf dem Sande Borgweg, Borgweg, Einsetzer. Ah, ich fahr keinen Einsetzer. Ja, ich fahr um 18 Uhr. 18 Uhr habe ich Feierabend. Boah, ach, ich hab jetzt, wie viel Prozent des Positionsbonus hast du? Hallo. 75. Ich hab 77. Boah, sag mal so, ne, jeden das, was er will, ne? Ja. Braucht die Kohle, wieso nicht? Mir ist das Geld egal, ich mach's nur wegen der Firma, mehr nicht. Ich mach's nicht für mich selber. Weil ich habe über 250.000. Ja, von daher. Wir haben es vorhin gesehen. Ja, deswegen. Also ich mache es wirklich nur wegen der Firma, mehr nicht. Ich brauche ein bisschen Geld, weil nämlich ich habe gerade was war das nochmal? Ich habe gerade Dings bezahlt. Rangaufstieg. Was? Ich habe jetzt einen Rangaufstieg gemacht. Was denn? Das ist nicht gut. Warum? Nein, Rangaufstieg ist gut. Oder ist alles gut? Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Finn, was geht? Omsi ist abgehackt. Ah ja, Finn. Ja. Gut, dass du wieder da bist. Ich würde dich ganz kurz mal in einen anderen Kanal verlegen, weil ich mit dir reden muss. Warum? Was ist los? Wie lässt er wieder bei dich? Wir müssen reden. Ich komm da mal eben mit.
Bitte? Nein. Das geht nur um Leitstelle, Philipp. Ach, wegen dem Text, ja. Gut, ja. Mach das. Dann, Finn, wohin gehen wir? Leitstelle privat? Ja, ziehen wir dann rüber. Geh mal bitte in Betriebsleitung. Ja, dann schiebe ich dich dahin, rüber. Philipp. Jo. Nee, mich sollst du nicht schieben, Finn. Ja, mach ich doch gerade. Jo, bis gleich. Jo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Schon wieder richtig ruhig hier. Ja. Ich gerade ruhig meine Pause ab, Alter. Ist egal. Da kann er nicht fluchen. Einen normalen Fahrstuhl. Ich war jetzt auch die 109. Ja. Die 109? Ja. Die freiwillig kein Mensch fahren möchte. Eine Fahrkarte bitte. Dann machen wir es händisch ohne App. 350, 4, 5, 10. Geht ja auch so. Brunsbütteler Damm, Ruhlebener Straße. Das ist geil. Ich habe mir gerade einen Facebook-Spruch, einen Insta-Spruch gefunden. Ich bin nicht klein, Ausrufezeichen. Ihr seid einfach nur zu groß, Punkt. Und nicht schlecht. Finde ich mal sehr witzig, wenn sowas ist. Sehr, sehr lustig. Ja, es gibt welche, die sind witzig, es gibt welche, die sind nicht witzig. Eins der schönsten Sprüche, die ich in letzter Zeit gesehen habe, So, Busfahrer VWG muss ja auch gleich schon wieder weiter, 5 Minuten. Hallo. Knechterei hier. Guten Tag. Hamburg. Wie, der Rest will nicht mitfahren? Zwei Leute stehen da noch rum und gucken Löcher in der Luft. Warum, wer macht denn sowas? Kennst du das anders? Na gut, unsere Freundin haben sie ja schon, ne? Ah, weiter. Francesco kommt mir hinterher. Ich werde sie ja nicht einsperren im Bus. Siegel. Francesco kommt mir hinterher. Ja, das ist ja. Auch ein Mitarbeiter von uns, ja, der ist gerade auch auf City, auch am Borgweg. Was ist denn der Borgweg? Borgweg? Wuppertal? Das ist Endhaltestelle von der 6. Glaube ich, ja. Ja. Nee, welche Karte? Hafen City. Ja. So, hier hält der Mercedes wieder völlig unvorbereitet an. Das holt ihn noch nicht so raus, oder? Mercedes waren die, die nicht einparken, war. Die nicht einparken können. BMW waren die, die nicht blinken können. Nicht andersrum. Kennst du das anders? Ja, andersrum kenne ich es halt aus dem realen Leben. Weil beim BMW, da ist ja sehr häufig diese gelbe Blinkerflüssigkeit erschöpft. Ja. Deswegen die halt einfach nicht blinken können. Ja. Bei Mercedes war das nochmal die Einparkhilfe, ne? Ja, ne, Mercedes kann ich parken. Mercedes nimmt immer mehr Parkplätze. Ja. Jetzt hat dummerweise aber Mercedes ein System entwickelt, das automatisch einparkt. Blöderweise hat BMW aber kein System entwickelt, das automatisch blinkt. Ja, so merkt schon das kleine Problem darin, ne? Überseeboulevard. Ich sag dir mal, shoppen, flanieren und genießen. Okay. Bei uns. Bei uns? Ja. Überseeboulevard, Hafen City. Na. Bei sie Boulevard kommen. Oh geil, die Werbung finde ich mega schick mit dem Blau. Blau gefällt mir. Siegstraße. Oh, 3 Minuten noch. Ja, Mugin, wer bist du denn? Ich höre da eine leichte Stimme aus dem Moin Moin. Wer ist mehr? Irgendjemand, der ist hier mit Moin Moin reingekommen. Ich habe den Discord gerade minimiert. Nee, keiner. Nicht? Okay. Nein. Ich weiß ja nicht, was für falsche Drogen ihr nehmt, aber die möchte ich nicht haben. Dann möchtest du auch was davon, oder? Nein. Entweder nehmt ihr weniger oder ich mehr.
Ja. Oh. Komm, ich hol meinen Grießpudding mal rüber. Ich komm dann wieder. Also an den Kacheln, dem Suchen der Kacheln liegt es wahrscheinlich eher nicht. So eine Kachel hier drin hat 300 Meter in etwa und es leckt momentan überhaupt nicht mehr. Hier Busfahrer VWG, richtig schlimm, ne? Nur am Fressen, ne? Ja, am Fressen oder am Fluchen. Ja, genau. Der fährt nach Handbuch und die ersten 40 Seiten scheinen nur aus Flüchen zu bestehen. Aus was bestehen die? Aus Flüchen. Hm. Fahr weiter, du Drecksack, du blöde Sau. Mein Gott, du kannst hier wunderbar nach Bayern passen. Ja. Kannst fluchen wie Großer. Nee. Bip, bip. Nee, danke. Nice, ihr Verrückten. Ja. Ja, du Verrückte. Hast du lernen können gestern Abend oder heute Morgen eher gesagt? Erstmal haben wir abgegeben. Was hat der gesagt? Er sagte, wenn die abstellen, haben die ein richtig dickes Problem. Wird teuer, dann müssen wir so. Er sagte, dass der Vertrag aufgelöst wird, das können die machen. Aber dann, wenn die Zahlung erhalten haben, müssen die zurück erstatten. Und dann haben, ist der Vertrag aber auch mit. Also, ich könnte den Vertrag jetzt theoretisch auch aufheben lassen. Mhm. Weil das Geschäftsverhältnis gestört ist. Du, dann können wir. Kannst du dann ja selber entscheiden, was du jetzt machst. Beim Mobilfunk ja. Haben sie dir ja schon gesperrt, anscheinend. Mhm. WLAN noch nicht. Blutener Straße. Nee, können ja schlecht an Parteiler ran, weil es ja passive Technik noch ist. Ja. Können Sie können im Internet Anschluss sperren und danach war es das. Das Hotspots können Sie ihm aussperren. Indem Sie einen Account sperren. Soll ich dir was sagen? Dann sperre ich die. Ich glaube dir aber ein bisschen mehr Kohle, um es durchzuhalten. Wäre mir nicht sicher. Telekom ist ein deutsches, ist ein Bundesunternehmen, ne? Nein, genau. Und so die kriegen von. Ja, genau, das ist öffentlich-rechtlich, ja, genau. Ist klar. Das Problem ist ja, die müssen ja jeden Dulli, jeden Einzelnen müssen sie einen Vertrag geben, sind sie verpflichtet. Nein, müssen sie nein. Nicht. Nee, sind, die haben, sind dazu nicht verpflichtet. Wenn du zum Beispiel. Hallo. Ja, es gab mal Fälle, wo Leute Schufa-Einträge hatten und da haben sie gesagt, nee, wir nehmen die nicht. Wir geben den keinen. Das dürfen die. Eben. Oh, mir ist doch egal, ne? Mir ist also mehr. Sag Bescheid, wenn du zu hingehst, ne? Die Telekom ist momentan eine Aktiengesellschaft. Die Privatisierung war irgendwo so um 1995 herum. Das hat damals die FDP angestoßen. Und zusammen mit Bahn und Post wurde das Ganze eben privatisiert. Und es gab früher einen sogenannten Infrastrukturauftrag Deutschland, der besagt unter anderem, dass halt jeder Haushalt ein Telefon haben muss, dass jeder, oder haben sollte, wenn er es will, dass jeder, dass irgendwie maximal 2 Kilometer entfernt der nächste Briefkasten und maximal 1 Kilometer entfernt die nächste Telefonzelle stehen muss. Aber das Ganze ist jetzt mit der Privatisierung auch hinfällig geworden. Läuft bei denen seit dazu nur. Ja. Für die ganz bestimmt kein Problem. Nee. So, dann machen wir es mal kurz. Denen ist das egal. Denen ist das wurscht, ja. Deswegen. Kann es denen. Ist es denen ja auch egal, dass sie 200 Euro weniger jetzt kriegen jeden Monat? Ja, das ist für die. Was das Schlimme daran ist, das ist ihnen ja auch scheißegal, weil, ne? Jetzt kriegen sie ja dann vom Staat nichts mehr. Wollte gerade sagen, die kriegen ja dann vom Staat mehr. Und daher, das ist wieder hier vorne. Das ist scheißegal. Ich habe hier schon wieder bei mir so einen Präzedenzfall bei mir, ne? Ein Autofahrer ordnet sich links ein, biegt und biegt rechts ab. Mhm. Läuft. Also wenn ich das auch so mache, dann ist mein Führerschein bald weg. Ja.
Aber vergiss nicht, das ist die OMSI-KI, die darf alles. Ja, natürlich. Ja. Mir war fast so. Die darf, selbst die Busse dürfen die reinheizen oder reinspawnen, obwohl du da stehst. Ja. Ja, die spawnen auch mal ab und zu recht unvorteilhaft aus einer Straße raus. So nach dem Moment, der war doch für 5 Minuten. Geil. Falsch. Schade. Ah, du Philipp? Ja. Der Stream wurde mit knapp 1,6 Millionen Euro beendet um 3 Uhr. Oh krass. Das ist gut. Das ist eine Menge. Krass. Und das mit. Und die 8 Vereine dürfen sich dann über Geld freuen. Von knapp 200.000 Euro. Ob sie sich wirklich über Geld freuen, ist natürlich nachher die andere Geschichte. Oder ob das nee, werden sie. Wird. Jetzt bekommen die wirklich. Gibt es dafür einen Stream oder sowas? Wird dafür extra Stream gemacht? Nee, die nehmen dafür ein extra ich Video frag nach, auf, weil dann weiß man. So, das ist natürlich gut. 2,0, dann können wir wieder fahren. Ja, ich komme hier bei nahezu jeder Station mit Verfrühung an. Das liegt nur am Bus. Der andere MAN, der hat so einen Motor, da wäre ich vielleicht schneller mit dem Schieben. Der hier, da drückt man auf Gas, da merkt man noch was. Obstallee. Was merkst du denn? Wie der Bus halt beschleunigt, ne? Und vor allem, dass er ein bisschen schneller auf Tempo 50 ist. Der andere, der braucht Ewigkeiten, du. Und ich habe auch noch was Wohltätiges getan, ich habe mich mit beteiligt daran. Okay. Das läuft. Waren aber nur ungefähr 50 oder 60 Euro, um das in Form von Merchandise. Ja, aber immerhin, ne? Man tut was dafür. Ich habe dies Jahr was Wohltätiges getan. Obwohl, im Helferverein spende ich ja auch jedes Jahr Geld. Ja, bei mir ist es immer Thema. Guck mal. Von dem her ist es eigentlich egal. Ich habe auch dieses Jahr was Wohltätiges getan. Und ich bin zufrieden. Trotz Corona. Ich spende jeden Monat auch so eine komische Hilfsorganisation. Hallo. Welcher denn? Einmal normal bitte. Ja, das kann ich hier gar nicht sagen. Ich sage ja gerade eine komische. Ich habe den Namen gar nicht im Kopf. UNICEF? Nee, ich weiß nicht, wie die heißen. Irgendwie, die haben so einen Wunschwagen irgendwie. Ach, wie heißen die nochmal? Ah, sag mal schnell. Die sind das. Die sind ja, das. So ja, Johanniter. Nee, die haben so einen Wunschwagen hier. Ich glaube, wie heißen die? Malteser und die Johanniter machen das ja, glaube ich, zusammen, ne? Ja, ich glaube schon irgendwie die. Irgendeiner von denen auf jeden Fall. Herstraße. Ja, den Wagen, das habe ich letztes Jahr mitbekommen beim Beginn. Wie heißt das nochmal? Ja, aber da werden Leuten, denen nicht mal lange zu leben sind, nochmal einen Wunsch gewährt. Ja, so denke ja. Genau, und da spende ich Geld hin, weil ich das mega gut finde, weil es auch Kinder gibt, die theoretisch ne, nicht mehr lange haben und dann, ne? Dann zumindest noch eine Sache. Jeden Monat, was spende ich denn, glaube ich? Ich glaube, 30 Euro spende ich denen jeden Monat. Ja. Nicht schlecht. Das ist halt gut, ne? Ja, es ist halt für guten Zweck, ich weiß. Guten Zweck. Es ist halt nicht unsinnvoll verbraucht. Ne? So. Und wenn ich mal nicht zahlen kann, ja, dann rufe ich da an und sag, ey, hier, ne? Oder wenn es später wird, als Beispiel, sagen wir mal, ja? Ist das schon da und sag, hier, können wir. Nee, musst du noch nicht, zum Glück. Wollte ich gerade fragen, ist das schon mal passiert? Nee, zum Glück noch nicht. Ich mache es jetzt seit, ich glaube, einem Jahr. Meint es jetzt? Die standen nämlich zu dem Zeitpunkt nämlich im Rewe hier in Oldenburg. Welchen Rewe? Donner Schwee. Einmal kurz Strecke, bitte. Ja. Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich hatte es selbst überlegt gehabt, aber danke. Habe ich nicht das Geld gehabt. Jetzt unterstütze ich die in einer anderen Form. Ich spende jetzt jedes Jahr was für Friendly Fire. Ich sag so, es sind halt Hilfssachen, ne? Und das ist halt echt eben. Geil, ne? Du fühlst dich halt besser, wenn du hilfst, ne? Permanenter. Selber. Auch wenn du manchmal so asozial wirkst. Ja, ich? Manchmal. Zumindest wenn halt. Du anfängst rumzuschreien oder dich zu beschweren. Ja, das macht er gerne. Das ist, da muss ich dran gewöhnen, Philipp.
Das tut er gerne. Daran habe ich mich schon gewöhnt, aber das ist so deine leichte asoziale Katrin, Ader. Was ja? habe ich zu Katrin, was habe ich jemals zu dir gesagt? Ich lasse mir nichts gefallen. Ich weiß. Das mache ich nicht. Das merken die Menschen in echt auch. Ich weiß. Ich lasse mir nichts gefallen. Ich bin Busfahrer und kein Hampelmann, der da irgendwie sitzt und ne, sich alles gefallen lassen muss. Nein, gibt's bei mir. Cool, du bist ein Hampelmann. Super. Ich bin mal ganz auf Telefonieren. Ja, alles gut, Jonas. Gib viel Spaß. Gleich. Danke. Jo. Ich sag mal so, ich hab's jetzt, ich hab das jetzt gestern Abend wohl noch bestellt. Mhm. Das nehmen wir in den nächsten ein, zwei Wochen an bei mir. Das läuft doch. Dankeschön. Vor allem der Pullover ist so ultra geil. Die Schrift leuchtet im Dunkeln. Da muss ich sagen, da hat sich jemand einen Kopf bei gemacht. Ja. Digga, 73 Nachrichten, was stimmt mit euch nicht? 438 bis 400. Ich hab hier nichts anderes zu tun als zu spammen. Warum war mir klar, dass die Schlüsselanhänger jetzt ausverkauft sind? War mal kurz. Havanna, Digga. Havanna, okay. Havanna. Hey, was soll ich hier? Gruppe verlassen? Digga. Hat die Gruppe verlassen? Hanna 14 schreibt an. Digga, was stimmt mit euch nicht? Was ist mit dir? Pillnitzer Weg. Ah, Philipp ist jetzt wirklich angekotzt, allgemein wegen der Kündigung gestern. Was für eine Kündigung? Der Telekom. Telekom. Kein Hure-Söhne. Warum bist du gekündigt worden? Rechnung nicht bezahlt, oder was? Weil ich angeblich eine Rechnung nicht bezahlt habe, obwohl ich die bezahlt habe. Jo, die kündigen dir doch nicht einmal, weil du nur einmal die Rechnung bezahlt hast. Doch. Das macht, nein, machen die nicht. Gibt keinen Grund doch. Für die. Nein, machen die nicht. Absolut kein Grund, du kriegst eine Mahnung, ja. Also vielleicht höchstens mal eine Mahnung, wenn du die oder höchstens. Soll ich dir was sagen? Ich hab die Mahnung bekommen, ja. Ich hab da angerufen, ich hab gesagt, ja, kontrollieren Sie das bitte. Hat sie gemacht, sie hat zu mir gesagt, ja, ist bei uns angekommen. Bums, hatte ich die zweite Mahnung, hab ich da wieder angerufen, hab gesagt, warum? Weshalb? Sie haben doch geprüft, sie haben doch zu mir selbst gesagt, dass sie, ne, dass das okay ist, ne? So. Hanebe. Ja, und dann habe ich gestern die Kündigung hier reinbekommen, ne? Und ich wundere mich natürlich nur, warum? Wenn die zu mir gesagt hat, ja, ist doch alles okay. So. Dann lass dir schriftlich geben. Ja, ich muss halt nicht. Mein Anwalt macht das jetzt und alles ist gut. Ja, mir egal. Also, du kriegst halt kein Telefon, das wissen die halt leider auch. Noch nie sowas erlebt. Ich überbrück mich erstmal mit einer Prepaid-Karte, ach, scheiß drauf. Du, ich hatte bei der Telekom ein lustiges Verhalten. Die wollten mich nicht aus dem Vertrag rauslassen, haben sich aber auch zugleich geweigert, mir einen Anschluss hier reinzulegen. Die haben erste Mahnung, zweite Mahnung und was sie nicht alles gedroht haben, haben wir gesagt, also Jungs, Möglichkeit A, ihr hebt den Vertrag von Beginn an auf, Möglichkeit B, ihr fangt mal langsam an zu liefern. Ich zahle ja gerne, aber liefert mir das Zeug bitte. Ach ja, da haben sie jetzt wieder zurückgetreten, ab Beginn. Schade. Oder auf Umstellung halt. Traurig. Mal kurz ein Audio senden. Du weißt, dass wir noch auf Sendung sind, ja? Gut. Übrigens, wir haben mal wie das bei mir dann aussehen wird, habe ich mal in den Dings mal reingeschickt. Die, ja. Der Hoodie. Den Kapuzenpullover. Ja. Der sieht einfach mega aus. Der sieht einfach so mega geil aus. Deswegen habe ich gesagt, ach komm, den oder ein T-Shirt. Ich konnte mich einfach. Habe einfach gesagt, komm. Ein Pullover kannst du im Winter tragen, wenn es kalt ist. So, kurze Übersicht. Alles geschafft, alles pünktlich, alles super. Oh, Digga, Alter. Kein Plan. Ja, die drehen hier doch alle durch. Alle genug durchgedreht? du bist nicht. Glaub mir. Du bist dagegen noch nett. Das bezeichnen wir für als meinst du die Gruppe mit den Spottern, die, wo du drinnen bist? Nein, ich bin da nicht mehr drin. Okay.
Da habe ich mich verabschiedet, netterweise. Hatte ich keinen Bock drauf. Habe ich gesagt, jo, tut was ihr wollt, ist mir scheißegal, Bach. Ich glaube, das wäre auch echt nach hinten losgegangen, wenn du da drinnen geblieben wärst. So, entweder ich wäre gestorben oder einer von den Spottern. Und ich sag dir, ich wäre nicht derjenige gewesen. Safe nicht. Eben. Die Route muss abgebrochen werden. Jetzt. Ja, die verlassen jetzt alle nach und nach die Gruppe. Geil! Welche? 30. Was für eine? Die WhatsApp-Gruppe, die Party-Gruppe. Die verlassen jetzt alle nach und nach die Gruppe. Nachdem du deine Meinung nachdem du eine Meinung gegeigt hast oder was? Das Route nutzt. Ja. Dass keine Party stattfinden wird. In 16 Minuten geht's weiter. Ja, ich muss auch weiterfahren. Ja, komm, mal danke, Ampel. Leonie fragt mich, wozu es diese Gruppe gibt. Die Frage ist, willst du es wirklich wissen, wofür es diese Gruppe gibt? Ja, sieht ganz nett aus. Philipp, blöde Frage, ne? Wenn dein Anwalt jetzt wegen dem 28. Soll ich dann nicht meinen Homespot da mitbringen? Zwecks Internet? Warum 28. 27. Ach, 27. Ach, sorry, bin durcheinander gekommen. Nicht 28. Ey. Wenn du um 28 hier bist, Alter, dann hast du aber auch richtig dicke Lage. Weil dann bin ich nicht da. Sorry, 27. Soll ich dann meinen Homespot mitbringen? Naja, bis dann habe ich hoffentlich schon was geregelt. Ich nehme ihn trotzdem mit. Alles gut, kannst ja machen, aber bis dann habe ich schon was geregelt. Ich bin mal gespannt. Das Ding ist faszinierend. Twitch hat scheinbar immer noch nicht gerafft, dass Dirk abonniert hat. Akutalisieren wir mal die Seite. Vielleicht kommt es dann. Nö, nur Dirk folgt dir jetzt vor einer Stunde. Aber es ist dubios. Naja, kann sich nicht ändern. Ist halt so. So, 15 Minuten noch Pause. Was machen wir in 15 Minuten? Außer ein intelligentes Gesicht. Pause machen. Pause machen? Ja. Nein, Sir? Ja. Lol, wisst ihr. Ja, eins noch. Alle schreiben so, komplett Norden ist vertreten und ich bin einfach einer, der aus Oldenburg kommt. Boah! Vielleicht lässt du mich noch rein. Hallo, ich bin aus Bayern. Was? Willst du auch in die Gruppe rein? Nee, danke. Soll ich die Nummer schicken? Muss mir nur deine Nummer geben. Ja, am besten hier im Stream, damit ich dann wirklich von allen Sachen kriege, ne? Na klar. Die Gruppe gibt es vielleicht 5 mindestens und die Hälfte schon verlassen. Okay. Und schon wieder, 2, die schon wieder gegangen sind. Lifeboy. Timo kommt aus Mappen. Geil! Kannst du mal fragen, wie geht's dem Moor? Ach ja, da war Digga, was soll diese Gruppe? Philipp, schreibt mal, wie geht's dem Moor eigentlich? Kein Plan. Ich weiß nur, dass ihr alle irgendwie dumm sind. Nee, frag das doch einfach. Für Party. Halt doch einfach mal, wie geht's dem Moor? Nee, danke, kein Interesse. War nicht sowas, dass sie das Ding wegen einem, was weiß ich, für einen Vorfall verbieten wollten? Ja. War da was, ja. Was für ein Vorfall? Ach, Moment, Jungs, ich geh mal ganz kurz auf die Toilette. Ja. Jo, guten Dienst, ne? Ja, genau. Bringe was mit. Bringe was mit. Eher nicht. Eher nicht. Kommen wir aus Papenburg? Jetzt bin ich gefragt, wer wohnt, wo wegkommt. Geil. Ja, wo hab ich denn die Pause hier bei mir reingepackt? P. Nee, das war's nicht. Das nee, war's auch nicht. Was ist das hier? Oh, das war eine 4. Und die.
Und dann ist das Bild wieder da. Soll ich dir was sagen? Sag mal. Ich muss mal wieder mein Twitch gucken, Digga. Ich hab da schon vor lange nicht mehr reingucken. Ja, sag halt, mach du und du mach. Scheiß mal auf diese Gruppe, ganz ehrlich. Wenn die alle rausgehen, umso besser, brauche ich die wenigstens alle nicht ertragen, die sind mir wenigstens alle nicht auf den Sack. Moment, test. Dann bin ich irgendwann in der Gruppe alleine. Ja, test. Nee, nicht ganz test. Muss ich mal den Discord. Test nicht bestanden? Den Discord muten. Wenn ich teste. So, jetzt. Echt jetzt? Jetzt hat sich mein Drucker hier aufgehangen oder was? Komplett muten. Ah. Test. 1, 2, 3. Also irgendwie ist meine Stimme noch ein bisschen zu leise, für im Gegensatz zu seiner. Er übersteuert nämlich kräftig. Test. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, jetzt geht's erheblich besser. Da muss mal das Mikro ein bisschen hochdrehen, damit der Output hier ein bisschen besser übertragen wird. Merkt man. So, herzlich willkommen bei der Tiefbahn. Hier fliegen sie tief und fallen hoch. Du, soll man was sagen? Die Hofmann hat so eine Stadt, das ist eine Aktiengesellschaft. Ich weiß auch nicht, wie die Affen dort das hingekriegt haben. Was? Na, wie die Hofmann. Die Hochbahn ist eine Aktiengesellschaft. Nein, Hochbahn ist GmbH. Nein, warte mal. Hochbahn AG, das ist eine Aktiengesellschaft. Stimmt, die haben AG hintendran stehen. Ist eine Aktiengesellschaft, ja. Oder? Warte, ich guck kurz drauf. Ich weiß auch nicht, wie es die Kasper dort geschafft haben. Würde ich auch ganz gerne, würde ich mich auch daran interessieren. Nee, ich stehe einfach nur Hochbahn. Und wo ist das Problem? Ich freue mich. Ob sie jetzt eine AG oder eine GmbH sind? Was ist das denn für Kasper? Habe ich irgendwann mal gelesen. Ja, wo ist denn das Problem jetzt? Ob es das eine GmbH ist? Ja, jetzt können die ja theoretisch die. Ja, das ist privat. Privatisiert. Weder eine GmbH noch eine AG sind privat. Das sind da zwei Kapitalgesellschaften. Ja, genau, aber du weißt aber, was ich meine. Also, ne? Die sind nicht mehr staatlich, so meine ich. Doch, kommt auf. Also, nein, sie sind waren vorher auch nicht staatlich. Eine Aktiengesellschaft ist nicht staatlich. Ja, eine GmbH, weißt du, eine GmbH auch nicht und weiter? Weißt du, wem die gesamten Aktien der Hochbahn AG gehören? Keine Ahnung. Wem denn? Der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement. Das war ja klar. Wie soll es auch noch sein? Seit 2003. Traurig. Das Einzige, was wirklich 100% staatlich ist, ist eine Gesellschaft des öffentlichen Rechts. Ja. Also sowas wie hier in Bayern, zum Beispiel die Versicherungskammer Bayern, teilweise noch die Sparkassen. Ich weiß gar nicht, Polizei ist auch privat, ne? War sie noch nicht. Was? Polizei ist auch nicht staatlich, ne? Natürlich ist Polizei staatlich. Doch, die ist staatlich, genau wie Feuerwehr und Selbstverständlich. Die Feuerwehr ist städtisch. Die ist nicht staatlich. Was ist die Feuerwehr? Die ist städtisch. Ja, meine ich ja. Sie gehört quasi, sie ist quasi nicht in privater Hand, meint er. Genau. Und es gibt meines Erachtens Sachen, die halt einfach nicht in private Hände gehören. Ich weiß, wenn die Polizei private Hände wäre, ja, frohe Weihnachten, Alter. Feuerwehr ist eins davon, Polizei ist ein anderes. Der Rettungsdienst zum Teil, also ich denke, ich glaube, Rotes Kreuz ist, glaube ich, nicht privat. Malteser und Johanniter und so weiter waren privat. Stimmt, ja, Rotes Kreuz. Wenn auch, GmbHs oder eingetragene Vereine, aber so richtig öffentlicher Hand war es nicht. Das Technische Hilfswerk. Das ist in öffentlicher Hand. Oh. Das ist staatlich. Ja. Beziehungsweise, wir unterstehen dem Bundesinnenministerium. Bin nur beim THW. Jetzt denken die Spastis wirklich in dieser Gruppe nach einer neuen Gruppe nach. Ich glaub's nicht. Das ist genauso. Hallo, deine Community ist geil, aber ich mach mir Sorgen über eine neue Community. Bitte, was? Und das sagst du mir in der Community? Sonst geht's euch auch nicht. Sonst seid ihr schon noch ganz knusprig da draußen, oder? Die sagen voll die scheiß Gruppe und so, ne? Und wollen eine neue aufmachen. Ach hier, dann nimm doch dein Scheißfahr. Ja, nimm doch dein Drecksfahrschein, du kleines Dreckskind. Hallo, wie wär's mit ein bisschen mehr?
Hier so ein bisschen mehr so, ne? So ein bisschen mehr. Niveau? Genau. Oh Mann! Niveau war das Zeug in den blauen Dosen, oder? Ich geh mal kurz neues Wasser holen. Ja, das hab ich dir doch gerade 5-mal schon ausgedrückt, dein Wechselgeld. Und du hast es nicht genommen, du kleines. Also, ich muss mal sagen, Beethoven 2013, das hat Federn, die man nicht weginstallieren kann. Was für Federn? Ach nee! Beethoven 2013, das hat Fehler. Was für Fehler? Das interessiert mich nicht. Map-Fehler. App-Fehler, ja. Mein Gott, schlecht. Ihr seid aber heute wieder am Zicken, kann das sein? Aber meine Frage, was für einen Beruf machst du denn eigentlich? Du hörst dich so an, als wärst du in irgendeinem politischen Teil drin. Ich? Also gelernt habe ich Versicherungskaufmann, die zweite Ausbildung, also Fortbildung war in Richtung IT-Techniker, war aber auch nicht so ganz das Wahre. Jetzt habe ich mir einen D-Klasse-Führerschein gemacht und werde wahrscheinlich bei einem Busunternehmen eine Schulbuslinie übernehmen. Linienbusfahren traut er sich nicht. Jein. Linienbusse hier in der Stadt sind eigentlich in der Hand von zwei Unternehmen. Von denen hat einer einen nicht allzu guten Ruf. Ja. Außerdem gibt es hier ein Stadttor, das hat irgendwie eine Breite von, weiß nicht, 3 Meter oder 3,10 Meter. Der Bus ist 2,55 Meter plus Spiegel. Also das ist quasi für neue Busfahrer so ein Opferaltar für Seitenspiegel. Da bleiben die gerne mal auf der Strecke. Ja. Das hört sich toll an. Oh, du heiliges Tor, nimm meine Spiegel an. Genau, Runk, gerne. Und da möchte ich doch erst einmal... Bin ich mal gespannt. Void oder Ecoman. Oh, Commander Rot ist bei mir drin. Rot? Commander Root? Ja, das ist der... Ja. Ich fahr mal die Linie 6. Der Bot. Ja, genau, der für die Statistiken zuständig ist. Genau. Ja, der ist immer drin. Mal gucken. Von dem darfst du nicht stören. Ah, ich mag den nicht. Und laufen sie denn alle? Völkerwind, oder? Jungs, ihr wisst, wo meine Haltestelle ist. Kann ich dir nicht drucken, muss ich anders drucken. Hallo. Schön. Nur Bus wieder, okay, das ist mir egal. Hallo. Das würde klappen. Weißt du was? Ich starte jetzt auch am See. So, Kommentaren, du hast einfach 2,30 hingelegt. Ja, gut, dann nehme ich das mal. Hallo. Immer normal. Und ich hoffe, da, ihr macht mir jetzt da. Dreht mir keinen Strick draus, einmal ich streame auf. Nö, ne, warum? Warum soll mir den Strick rausnehmen, wo das will? Weiß ich nicht. Vielleicht hat da jemand was dagegen. Immer. Katrin, du darfst nicht. Nein, will ich nicht. Was willst du nicht? Du hast mir nichts zu sagen. Was willst du nicht? Ich will nicht, dass sie streamt. Hallo. Du selbst streamst gerade und ich soll nicht streamen? Wer bist du? Nur unter einer Bedingung. Webcam, ja? Also bitte Facecam. Ja. Ach du Scheiße. Ja, schau bei mir nach. Schau bei mir nach Twitch-Piraten. Da siehst du, wie mein Gesicht so ausschaut. Ich hab mich aber nicht fertig gemacht. Oh mein Gott, ich hab mich auch nicht fertig gemacht. Ich bin am Morgen nur aufgestanden. Das hat mir eigentlich schon gereicht für den Tag, aber... Wie heißt du? Twitch-Piraten? Ja. Ja. Twitch-Piraten? Jo. War ursprünglich ein Gemeinschaftsstreaming-Kanal und dann stand ich, hat sie dann irgendwie so... Wir waren ohne da. Genau, irgendwann hat sich das Ganze in Wohlgefallen aufgelöst. Ja. Aber irgendeinem muss der Kanal ja gehören, weißt ja. Und das bin halt ich. Dirki! Hm? Guck mal auf deine Was Minimap. Geht? Was? Du bist Twitch-Partner? Ja, ja. Gleich enttäuschte Stelle. Twitch-Piraten. Er ist Twitch-Partner. Da ist das Geräusch. Und da hören tue ich schon mal dieses, Hallo, da... Ah, jetzt hat. Und jetzt wird's auch eingeblendet, schau. Ja. Komm, ja, dann hau ich auch gleich die Dauer. Ja, Katrin, erstmal danke für den Follow. Und gleich noch einer hinterher. Jo, da bin ich mach da gleich mit. Und Finn auch dann gewinnt. Schlimm, warum gibt die mir alle einen Follower? Und ich krieg keinen. Weil sie nett sind. Philipp, du hast schon von mir einen Follower.
Ja, mir hat's eigentlich auch. Alle melden. Kannst du auch kurz eben rausnehmen und dann wieder machen, dann fühlst du dich dann besser? Nee, das darauf fällt Twitch nicht rein. Nee. Nein, alles gut, ich bin auch nicht so hinterher. Ist egal. Ich werde das aber ohne Webcam, das ist mir jetzt zu spontan. Alles gut, Katrin, mach das so, wie du willst. Pillnitzer Weg. Ja? Ich lass mich von niemandem in die Enge zwingen. Ich bin gleich wieder da. Ja, nu. Jo, Jonas. Und morgen geht's dann. Ich mein Fan, sorry. Verdammt, das war der Randstein. Deswegen hab ich das Fan danach noch gesagt. Sag mal, die rechten Reifen brauchtest du nicht mehr, oder? Nee. Doch. Gut. Ich tue das Ding danach wie immer in die Werkstatt. Das war schon so. Ah, war ja klar. Ja, ja. Krieg jeden Bus klein. Ja, ich merke wohl. Komm, wie kann ich das jetzt einstellen, dass du erstmal links machst nur? Ich muss ja auf jeden Fall neu laden. Federsprecher zu, wir warten. Ach, egal. NCS. Wurde auch langsam Zeit, dass der Zweitrechner auch wieder das tut hier. Der Streaming-PC. Ja. Ja, wir lernen das ja so. Ich bin gleich wieder da, ne? Jo. Alles gut, Katrin, bis gleich. Da vereinsamt der Streaming-PC ja sonst. Ja. Oh, ich hänge aber nicht weit vom Schild weg, ne? Im Spiegel. Also sieht im Spiegel hallo. Aus, aber... Guten Tag, hallo. Kinderfahrschein. Kinderfahrschein? Den ganz kleinen, also? Der wächst aber schon noch. Ob da noch jemand kommt, kann ich leider nicht sehen. Ah. Wegen dem Schild, danke. So, jetzt drück mir die Zigarette so aus, dass er nicht auf meinen Knie kommt. Ja, das wäre sinnvoll. Das sagt man sich, das wäre nicht verkehrt. Ich habe da keine Lust drauf, nochmal da aufzuschrecken und dann, ne? Genau. Da stehe ich nicht so drauf. Gehört. Nee, Branding ist auch nicht so mein Ding. I'm back. Es gibt Menschen, die stehen da drauf, ich aber nicht so. Nein, nicht wirklich. Was denn? Auf was denn? Auf Branding. Auf Branding. Also quasi Kippe auf Knie ausdrücken. Ja. Das finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd, aber nee, jedem das seine, ne? Hallo. Ja. Ich habe das mal früher in der Jugend mal gemacht an der Hand, also aber ohne Spucke, ja. Das war, der hat mir 10 Jahre, also man sieht es noch minimal, die Brandung, jung und dumm, ne? Ja. Ja. Wir kennen's. So, wir gucken mal kurz, ach, ich wollte gerade gucken wegen der WhatsApp-Gruppe, ob es jetzt eine neue gibt. Die sind so dumm. Schöre. Oh nee. Also ich warte darauf, dass alle gehen und ich der Letzte da drin bin. Wäre sehr lustig. Seid ihr denn alle? Sehr traurig, warum bin ich der Letzte? Was ist hier los? Wo ich jetzt bin? Semmeländer Weg. Fahrt hat schon begonnen. Bisschen Verfrühung. Ich bin jetzt großer Burschstar bin ich jetzt. Was ist denn ein Burster? Großer Burster. Was ist denn ein Burster? Corona. Stirb hier, so eine Dingsen. Ich hätte gerne einmal Schüler. Einmal Schüler. Haltestelle von Half City. 230, 240, 250, 35. Danke. Viel Spaß. Hallo. Guten Tag. Oh, ich höre auch Geräusche. Busschrottet. Nur blinker und rechte Licht. Was hast du kaputt gemacht? Rechtes Licht und Blinker. Ich bin manchmal beim Zopf, bin auf den Überliegeplatz gefahren und ich hab die Kurve halt, ja, mit Schwung genommen, sagen wir mal so, und dann, ja. Das wird teuer, Dirk. Ach, ein Scheiß wird es teuer. Blinker. Sandstraße, Sandstraße. Jo, das kostet nichts. Ich zahl doch schon, Mann. Ich repariere doch gerade alles. so würde mein... Ich sag immer, was mich das kostet. 14 Euro. Ja. Betrieb? Ja, das eine. Euro.
Die Versicherung zahlt 11. Ja, guck mal, die Versicherung ist sehr großzügig. Ja, 42.000. Fast 43.000. Grüße gehen an die Versicherung raus. Danke dafür, dass ihr bezahlt. Wäre von euch. Jo. Ach, das schaffe ich, bevor der da ist. Wir hatten schon eine beschissene Versicherung, die gar nicht gezahlt haben. Hallo. Schönen guten Tag. Na, die wollen alle keinen Fahrschein. Sind bestimmt alle Schwarzfahrer, bin ich überzeugt von. Recht. Ich fahre ja gerne C2, ne? Jo. Aber ich finde C1 einfach geiler. Auch vom Dashboard her. Also, aber für Hamburg Hafenstil ist so der C1 so ein bisschen unpraktisch. Ja. Ich hätte eben eine. Ja. Das ist es leider. Ich finde halt Hafen City oder Hamburg allgemein lässt sich halt am besten mit dem Gelenk, mit dem alten Gelenk oder mit dem alten Solo fahren, finde ich. Dann macht es halt irgendwie am meisten Spaß. Ja, oder halt mit dem neuen Gelenk, aber ne, du kannst nicht mit dem Solo hier rumknattern, das geht nicht. Das geht, die ganze Zeit. Ja, aber da lässt du die Fahrgäste auch an der Haltestelle stehen, ne? Nö, bei mir, nimm dir die nächsten. Bei mir waren nicht mehr wie 40 Leute da. Echt? Ich so, ja, kein Scheiß jetzt. Hab. Die 109, da ist nicht so viel los. Die 109 kann ich mit dem Solo fahren. Also ich fahre ja die meistens die 109. Die fahre ich eigentlich am liebsten. Mhm. Und die 6 irgendwas, die fährt ja nur am Wochenende oder freitags oder irgendwas. Das finde ich ein bisschen blöd. 688. Ja. Nach Buslinie. Aber ich fährt tatsächlich auch in Wirklichkeit immer nur nach... Digga, steig doch jetzt aus, Mann, ihr Spastis. Ach, ich... Obwohl, nee, ich muss ja sowieso noch warten. Ruhig, ganz geschissen. Ruhig tief was? Durchatmen, wie es die Biokraft verlangt. Ah, ich muss wieder einlöschen. Jo, danke dafür. Oh. Benutzer-Nachricht löschen. Jo, tschüss. Ach, löschen nein, immer. Gleich einen Benutzer sperren. Immer wenn du sagst löschen, dann musst du denken, du musst einen Bus löschen. Nee, das Problem ist, hier hat gerade wieder einer seine Beiwerbung reingepackt. Kannst du dich daran erinnern? Kennst du die Werbung bei Twitch? Nee. Dankeschön. Ach ja, die. Beiwerbung kenne ich in der Tat nicht. Stack wäre gut. Was für eine Beiwerbung? Alter, Digga, wie viel Nachrichten geschickt werden. Was ist denn eine Beiwerbung, sag mal? Kein Plan. Die Beiwerbung, das ist für irgendwie, dass du was kaufen kannst bei einer holländischen Seite. Okay. Kein Plan. Guck, und schon wieder haben voll viele die Gruppe irgendwie verlassen. Die haben sich auch so gedacht, jo, ich geh mal, Alter. Partygruppe, genau eine Flasche Korn für 10 Leute oder was? Hat einer reingeschrieben. Lutener Straße. Er meint zu mir, das ist alles auf Yannick Voss sein Nacken, weil er würde dafür 10 Euro bekommen. Ihr wisst schon, dass wir jetzt noch locker 2, 4, 6, 8, 10. Wir sind nur noch 74, ne? Wir waren vorher über 150, so, aber okay. Jetzt sind wir da. Und die sind alle weg. Also bei jeder Gruppe, die mir mehr als 30 Nachrichten pro Tag schickt, die wird erstmal gemutet. So schaut's aus. Taxi, lässt mir vor. Weißt du, dass du normal einen Bus vorlässt, wenn er rausdenkt, ne? Das ist ja, normal Gesetzeslage, ne? Nein, Gesetz. Ich weiß nicht, ob es Gesetzeslage ist. Sie sollten ja, es auf jeden Fall machen, tun es die wenigsten. Es ist Gesetzeslage, du musst einen Bus aus der Busbucht rauslassen. Bei mir ist es. Weil er sonst die Möglichkeit. Weil er sonst die Möglichkeit nicht hat, rauszukommen. Bei mir ist es im Straßenverkehr, also auch im richtigen Leben, ein Teil des passiven Verhaltens. Also, ja. Ich fahre und ich komme zum Ziel. Und ich lege jetzt keinen Wert darauf, dass ich vor dir an der nächsten roten Ampel stehe. Also. Ja. Philipp schon. Nein, ich nicht. Wenn ich sehe, dass ein Bus da raus will, dann lasse ich den raus. Die lassen auf der Autobahn auch teilweise LKWs rein.
Katrin, was lachst du da? Nee, ich hab mir gerade die Nase geputzt. Ja, verstanden. Ich hab gedacht, du lachst. Allein die Tatsache, die finde ich geil. Dass du Nase putzen für Lachen hältst. Fabi hat geschrieben, unser Busfahrer. Boah, bin ich gut. Pünktlich angekommen. 4 Minuten Pause. Pünktlich abgefahren und jetzt 2 Minuten zu früh gewesen. Gleich Linienwechsel. Einen normalen Fahrschein, bitte. Läuft bei dir. BVG halt, ne? Die machen dir die Fahrzeit halt richtig schön, ne? dein Dienst. Kenn den Typen auch nicht. Was, wen kennst du nicht? Digga, da hat doch ein Typ wirklich sein Gmail-Konto missbraucht, ne? Und jetzt hat er eine WhatsApp-Gruppe erstellt mit all seinen Kontakten, wie dumm! Digga, was für ein Typ, ey. Wie war es nochmal, IQ vom Keks? Ja. Na, von 5 Meter Feldweg, sowas. Wobei ich jetzt natürlich nee, nicht... Aber Moment, ein Keks ist ja noch zu höflich. Vor allem, das könnte eine Beleidigung werden, zumindest für einen Keks. Ja, zumal der Keks heißt? Einmal normal, bitte. Warte mal, einmal normal, 3,50, 4, 5. Ich muss erstmal erst die Pauli ranfahren. So. Erstmal ärgere ich Philipp in Hamburg und dann komme ich zu dir noch. Auf Berlin-Spandau. Schön, 17 Minuten Pause. Ach, ja, so lange, genießt man lange das Leben. Ich bin nicht mehr um 4, da kommt Besuch und bis dahin bin ich mit der Route hoffentlich durch. Dann muss ich den Stream ausmachen. Ja. Eventuell am Abend kommen wir nochmal rein. Schauen wir mal. Komm, zweite Tür geht zu. Ich will auch irgendwann nochmal Conan Exiles streamen, was wir da alles so gebaut haben. Und ich will was willst du streamen? Conan Exiles ist ein sehr schönes Multiplayer Survival. Gesundheit. Factorio möchte ich auch mal irgendwann spielen wieder. Habe ich viel zu lange nicht gespielt. 17 Minuten ist ja noch chillig auf der 24. In Bremen habe ich immer so eine halbe Stunde Pause, richtig Hallo. Chillig. Aber soll ich dir was sagen? Das ist auch genau an der Stelle, wo nichts ist. Hafen. Ne? Kannst ja momentan nicht viel machen. Außer dir Fischbrötchen wegholen. Aber sonst kannst du ja auch nicht viel tun. Dankeschön. Ne? Jo. Aber immerhin Fischbrötchen wegholen. Ja, dafür brauchst du aber keine halbe Stunde, um das zu verspeisen. Also wer dafür eine halbe Stunde braucht, ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also. Entweder kann derjenige nicht essen oder er mag das Fischbrötchen nicht. Eins von den beiden Sachen. Wenn er Fischbrötchen nicht mag, dann sollte er sich ernsthafte Gedanken darüber machen, ob das, was er gerade bestellt hat, das richtig ist. Ja, genau. Also ich meine, du bestellst mir doch nichts, was ich nicht mag, oder? Hallo, haben Sie irgendwas, wovon mir zu Hause schlecht wird oder sowas, ne? Also, nee, komm. Ja. Entweder ich esse das Zeug oder esse das dann. Wenn ich unbedingt krank sein möchte, ja? Wenn ich unbedingt krank werden möchte, ja, dann mache ich es nicht so, sondern mache ich es auf eine andere Art. Dann sage ich, ja, ich habe Husten und Schnupfen und schon werde ich krank geschrieben, weil mein Tastien Chef denkt, ich habe Corona. Ja, wahrscheinlich. Aua, was war das denn? Und der Arzt auch. Was war das denn? Und der Arzt auch. Hat jemand ein Loch, hat jemand ein Loch gebohrt in Spandau oder was? Ja. Warum? Weil der Bus hier gerade eben über eine Bodenschwelle, die nicht da war, gehuppelt ist. Was bei dir? Ja, momentan hüpft bei mir. Aber wenigstens will hier keiner raus. Läuft bei ihm, ich werde von einem Spotter gestalkt. Der steht seit 2 Stunden an der gleichen Stelle. Ja, lass ihn da stehen. Eine Frage habe ich bitte. Solange er bei dir nicht einsteigt, ist alles gut. Spotter steigen doch immer gerne bei denjenigen ein, die gestalkt werden. Ja. Besonders bei mir steigen sie gerne ein. Ja, lass sie doch einsteigen. Nicht. Ja, lass sie doch einsteigen. Ja, aber dann gerne hinten. Hinten sind so viele Sitzplätze. Dann nimmst du einfach so Absperrband, legst das auf die vordersten 2 Sitzreihen oder auf vordersten 4, schreibst daneben, Sitze gesperrt wegen Corona, bitte Abstand halten zum Fahrer. Und schon ist das Problem erledigt. Ist in Bremen doch sowieso schon. Ja, ist in Bremen wieso schon. Na, vom Losfahren. Da haben sie aber Ketten genommen. Ja. Wir waren schlau, wir haben Ketten genommen. Stacheldraht beim nächsten Mal, oder?
Oder gleich eine Mauer, einfach. Niemand. Die Buschmörder kommen dann immer und die Buschmörder. Niemand hat hier die Absicht, eine Mauer zu errichten, ja? Ja. Genau. Ey, muss soll ich dir was sagen? Moin, Kier! Wollen gleich zwei Leute was sagen? Dann wird ich sag mal kurz was, sag bitte. Soll ich was sagen? Die Buschmörder versuchen es aber dann trotzdem immer noch und sagen: Ja, komm, du kannst es doch bestimmt da sitzen lassen und so. Und ich dann immer so: Nein! Ganz bestimmt nicht, ihr seid die Letzten, die ich da sitzen lassen würde. Ja, er wird wahrscheinlich stehen bleiben und dann sagen, ja Jungs, also wir bleiben jetzt hier so lange stehen, bis alle richtig sitzen, weil dieser Bus hat keine Stehplätze. Ja. Das sind Stehplätze? Wie gesagt, da wo ich wohne, da werden die Stadtlinien durch Überlandbusse gefahren. Ja, Fabi hat geschrieben. Nö, ich habe schon viermal gewunken und gelichthupt. Ich habe gerne Mitfahrer bei mir. Immer schön quatschen, ist nur ein bisschen schwer wegen der Plastikfolie. Zweikanal, wie geht's dir? Das war ja klar, dass Pierre wieder rüberhüpft. Pierre, ich liebe dich, dass du mir zumindest Hallo gesagt hast. Okay, gleich den Bot-Status entfernen. Das habt ihr nicht gesehen hier. Philipp. Die war fast schon wieder grün, die Ampel. So kirschgelb. Ich werde hier nicht beschützt, das finde ich nicht gut. Du wirst nicht beschützt? Warum hast du keinen Schutzgeld bezahlt oder was? Ich habe aber einen Schutzengel normal, aber der funktioniert irgendwie nicht so ganz, hier zu funktionieren. Weil Pierre dann doch lieber an anderen Räumen rumstalkt. Ja, das liegt daran, dass du wahrscheinlich das Software-Update nicht gemacht hast. Du mich auch. Auf Schutzengel V3.0 oder Schutzgeld sowas. Schutzgeld zu bezahlen. 9 Minuten habe ich Wendezeit, was ist das für eine Sauerei hier? Dann komm, das reicht dafür eine Kippe, einmal Lokus und einen Kaffee. Eine Karte für eine Kurzstrecke. Ja, was sagen? Denn? Wenn du Kippe und Lokus zusammenpackst, ja. 50. 3,50. Will er nicht? Erst muss ich Fahrrad stellen. Okay, wenn sie das nicht will, dann lass ich das rausgeben. Was denn, Finn? Danke. Was sagst du, Finn? Hey Leute. Ich finde die Map Weidhofen richtig cool. Ich dachte, die funktioniert nicht. Erst hast du gesagt, die funktioniert nicht. Oh, die sind voll cool. Ja. Erst habe ich gar nicht gesagt. Ich habe da ein paar Fehler mit dem Bus, aber sonst nichts. Sag mal, wie fahren die denn? Japanisch. Ja, sehe ich auch gerade. Jetzt wäre es dann super, wenn du fahren würdest, du Seppel. Nachdem du mich so schön geschnitten hast, du Depp. Kann das System hier nochmal neu starten? Geht das irgendwie? Mann. Ja. Ich würde gerne die ganze Welt mal neu starten. Ja, ich auch. Dann würde bei mir keine Klimaerwärmung geben. U-Bahnhof Rathaus Spandau. Kassensturz, Gerät. Fehlerton, Testdruck, Papierabschneiden, Tastenton, Kassenentriegelung, Versionsanzeige. Was machst du gerade? Verriegelt. EU-Kontrollgerät? Ja, wie geht's da eigentlich? Nee, ich versuche gerade meine Kasse hier wieder heil zu kriegen. Was? Du hast die Kasse kaputt gemacht? Das geht gar nicht. Weil er auf Dings steht. Der steht auf die ganze Zeit Tagesticket und ich will kein Tagesticket verkaufen. Oh. Jetzt muss ich den PIN eingeben. Ja, das machen wir doch mal. Bitte zeig mir nicht auch schon wieder ein Tagesticket, Mann! Ich druck das jetzt, mal gucken, was passiert. Ich glaube, die Fahrgäste wollen es doch immer warm haben, ne? Hallo. Oder wie war das? Ja, aber irgendwie nicht wärmer als 19 Grad, das verstehe ich sowieso nicht. Der Mensch empfindet zwischen 19 und 21 als normal. Oder als kühl. Apropos. Ich sollte vielleicht auch mal meinen Klimaanlage anmachen. Tja, bist du jetzt gerade bei mir und Philipp im Stream oder bist du von Philipps Stream zu mir gegangen? Er ist nur bei dir. Einige schauen ja gerne auf Stereo, habe ich gehört. Da kannst du einen Multistream anmachen, wir sind ja zu dritt. Ich weiß aber nicht, ob wir das machen können überhaupt, weil ich... Multistre.am ist die Adresse, dann Slash und dann die ganzen Streamer haben dahinter. Mit dir was durch Slash getrennt. Mach mal kurz meine. Okay, Pierre. Pierre ist überall. U-Bahnhof Altstadt Spandau. Hat er mir gerade geschrieben. Oh, okay. Oh, ich habe eine große, lange Pause. Das gefällt mir. Passt das mit der Lautstärke bei mir so auch von den Leuten oder muss ich nochmal was rumstellen. Guten Tag. Katrin muss wieder rumfuschen. Komm mal, Janas. Du fuschst doch auch immer rum. Nein.
Ah ja, stimmt, da war was. Nicht. Würde ich niemals tun. Ja, warum gibt das Wechselgeld dann nicht? Ja, drücken geht hier schon, du. Meine Güte, das war schon. Wie wär's mit Wechselgeld? Das war eine Geburt. Neben mir verhält sich ein Busfahrer richtig toll. Macht die Vordertür auf, für den Fall, dass mir jemand genau reinrennen will. Ich kann mich auch noch lauter stellen, Gott sei Dank. Ja, ich kann Gain auch noch ein bisschen hoch drin, aber da fliegen euch wahrscheinlich die Ohren weg. U-Bahnhof Altstadt. Gesundheit, genau. Ich hab Guss, ich hab leicht aufgestoßen, aber egal. Trotzdem danke. Ja, dann kriegst du halt das. Ich wünsche dir trotzdem Gesundheit. Danke. Ich wünsche dir auch Gesundheit, wenn du aufstößt. Auch wenn ich untergehe? Immer. Mal gucken, was die Dullis geschrieben haben. Ich hab Fischi gefunden. Also, Digga, ihr seid so behindert alle, ne? Und das ist schon wieder weggegangen. Unser Chemie- schon wieder eine, die gegangen ist. Unser Chemielehrer hat mal dazu gesagt, wünscht mal lieber Geld, gesund bin ich schon. Soll ich dir was sagen? Innerhalb von zwei Minuten sind 8 Stück gegangen. Und? Das ist traurig. Es wird immer mehr. Geil. Sarah ist Gruppen, hä? Marvin ist Gruppenatmin und Dings ist Gruppen, hä? LOL. Regst dich aber wieder auf, du. Regst dich aber auch wieder auf, du. Nö, ich denk mir einfach nur so, läuft bei euch. Von irgendwo kommt hier gerade ein Not aus Feuerwehr. Clemensweg. Ja, genau, der steht da hinten in der Schlange. Es ist noch so. Tag. Natürlich bekommen sie einen Großbereich. Mach da mal 3,30, ne? Haben sie es passend? Nein, schade. Es ist. Also, da ist aber jetzt sicher, glaube ich. Was ist noch so das Unlogische im Ding hier? Sag mal. Katrin, du sollst hier nicht rumstöhnen. Muss doch nicht sein, oder? Doch. Nein, muss es nicht. Okay. Hätte ich mir die Nase zu halten sollen? Wäre eine Sache. Danke. Hier kann man sich aber auch kurz eben stumm. Das ist nicht böse gemeint, sondern das ist einfach nur. Ne? Ich konnte mich nicht so schnell stumm, wie ich genossen habe. Und dann einmal normal. Geht hier, wie schön das mit der. Einmal die Kurzstrecke. So, da jetzt und da ist schon wieder jemand gegangen. Lauf von mir. Ha, oh, ich hab einen Kai Maurer hinter mir. Was hast du denn? Ein Kai Maurer. Ja und? Was passiert? Und jetzt? Fährt hinter mir her, das macht mir Angst. Viel Glück. Wenn hinter dir Ansgar Agentor fährt, dann mach dir Gedanken. Soll ich mir Sorgen um Ansgar machen? Ich glaube, das hast du nicht verstanden, aber ist okay. Wer ist hinter dir? Kai Maurer ist hinter ihm. Ihr. Achso. Und dass du dich nochmal verbessert hast. Und ich habe gesagt, wenn Ansgar Agenter dahinter fährt, macht dir Gedanken. Guten Tag. Einmal ja. Okay. Strecke, bitte. Oh, schon wieder zwei, die Gruppe verlassen haben. 30, 240, 250. Das war jetzt ein bisschen viel gewesen, wa? Oh, da liegt ja einiges drin, du. Was macht das denn da? Da kriegt noch was raus, wa? Meine Güte, red halt noch. Ja, wenn du das Geld nicht nimmst, dann drück ich mal hier auf den. Ja, Verzeihung, vielleicht. Jetzt geht das. Eine Frage hat er bitte. Mein Gott, ist das ein nervtötendes. Naja, Buschballer haben bei mir keine extra Rechte. Vorne stehen ist nur auf den Linien, wo es vor der Einstieg gibt. Sonst dürfen sie sich auch die Sitze hinsetzen. Hinter mir setzen. 40, 50, noch 5 Minuten, dann SEV. Now, ich muss ja nicht mehr lange. Schön meine Nachricht nicht lesen. Sorry, Fabi. So, noch 3 Minuten. Ich werde so langsam mal den Motor anschmeißen. Vielleicht hört man sich nachher. Ja! Ja, okay, dann hab ich mal ciao, Philipp. Nachher. Hä, warum? Ciao. Du hast ja gerade gesagt, du willst den Motor anschmeißen, du wirst jetzt packen, hast du gesagt.
oder? Nein, für Fabi. Ach, wer ist denn Fabi? Fabi ist der Busfahrer. Der Busfahrer hier jetzt okay. noch. Ich hab gedacht, du machst Twitch, jetzt. Auf Twitch, den ich kennengelernt hab. Nee, Fabi. Fabi, ich wünsche dir eine schöne Fahrt, lass dich nicht ärgern, ne? Pass auf dich auf. Wir hören uns später dann. Und immer schön die Schwarzfarbe rausziehen. Genau, und immer schön Karten kontrollieren, ne? Mach ich auch. Und lass dich nicht unterkriegen. Meine Was für gelbe Karte! Was für gelbe Karte für uns! Ach, ihr seid spasti Schiedsrichter schon wieder, so ein Bestochener. Voila. Ja, genau. Ja, ist so. Schiedsrichter safe gestochen, so wie immer, wenn Bremen spielt. Voll die Sauerei. So. Moin. Da kann ich nicht drauf, ich muss hier drauf eben. Ach, will gar keiner Ticket kommen, umso besser. Kartenkontrolle. Also für alle, die Klasse. Zuhören und genauso interessiert an dieser Sportart sind wie ich, es geht offensichtlich um Fußball. So genau weiß ich das nicht. Ich bin nie für Fußball interessiert, dementsprechend, das weiß Philipp aber auch. Ja, ich hab's auch nur erraten jetzt, also ich weiß es nicht, also man könnte Fußball sein. Alter! Könnte auch russisches Sport sein. SV Werder Bremen spielt kein Unterschied. SV Werder Bremen spielt auf jeden Fall nicht mit Bausteinen, sondern die spielen eher mit Bällen. Also so wie sie spielen können, sondern mit Bausteinen. Hallo! Lass mal Verein in Ruhe. Dein Verein? Gehört der dir? Ja. Nein, ich bin Fan. Ja. Ich bin gestern gekauft. Wusstest du das nicht? Ich hab eine Jahreskarte. Jedes Jahr aufs Neue. Aber du nutzt sie nicht. Super. Ah, warte, lass mich mal kurz überlegen. Ach, stimmt ja, dieses Jahr kann ich sie ja gar nicht nutzen. Ah, stimmt, da war ja was. Ah, super. Ganze Jahreskarte in Locus. Super Idee. Ja. Corona. Gewinnt Stuttgart. Ey, Pierre, mach dich nicht unbeliebt. Ich liebe dich. Soll ich mir was sagen? Was los, Finn? Erzähl. Finn? Ich schick mal kurz ein Foto in die Gruppe und zeige euch mal, wie umweltfreundlich mein Bus ist. Ich will keine Dickpics. Moin, Kevin. Willst du das wieder nicht nehmen? Na, willst du das nicht will, dann machen wir es doch wieder per App. Ich will keine Dickpics. Hallo. Man kann ziemlich gut erkennen, wie viel er Gas ausstößt. Also, der Bus, den ich hier gerade fahre, ist sehr umweltfreundlich. Sehr umweltfreundlich. Müsst ihr euch jetzt ankommen, langsam. Genauso wie die Wartung von der VWG, die Busse. Die sind sehr gut gewartet, die Busse alle. Keine Spalte, keine Türspalte. Was? Hat man nicht bei der VWG. Ja. Dann hat man auch keine Motoren, die ausfallen bei der VWG. Dann hat man auch mal nicht, dass die dritte Tür nicht aufgeht. Aber man auch nicht, dass die zweite Tür mal nicht aufgeht. Was faszinierend ist bei der VWG, ist, dass die Dinger nonstop getankt werden. Das heißt, der schlechtesten, den ich mal gefahren habe, war einer mit 97% Tankfüllung. Sollen die Straßentext wohl mal diese aussehen, Phil? Danke, Schatz. Ja, es will nicht so ganz sagen, aber es ist mir ehrlich gesagt egal. Okay. Ich spiele jetzt Euro-Truck-Simulator. Viel Spaß. Ja, ich muss noch, Kevin. Ich komme mal danach dazu. Ich spiele aber jetzt alleine. Nicht Multiplayer? Könnte ich theoretisch. Aber ach so, dann schmack SMP, ne? War doch so, ne? Multiplayer, ja. Theoretisch könnte ab ich ab 18 ja. Uhr. Fahrerin. Faszinierend, gerade eben ist die. Dann spiele ich Geisterfahrerin. Dann fährst du aber nicht mit uns. Wollte ich gerade sagen. Wie Geister. Wie es gibt hier Geisterfahrer? Oh. Ein? Nee, tausende. Hallo. Geisterfahrer gibt es überall. Ich bin gerne einmal Schüler. Nein, aber nicht bei uns bei Truckers, weil ich möchte 30, das 40, nicht. Ich möchte 40, vernünftig 40, fahren. 3, ey, ich fahr Scania. Ja, Scania ist Beste. Ich fahr Volvo. Gut, Bruder. Gut zum Bruder. Du weißt schon, dass ich dich mit deinem Scania abziehe, ne? Weil mein Volvo mehr PS hat. Philipp, wollen wir es nochmal ausprobieren? Mein Penis hat auch mehr PS. Bis Kevin. Unpassend. Ja, wir sind alle am Stream. Unpassend.
Ja, Moment, ich schau mal kurz, wo ich einen Kevin muten kann. Das müsst ihr wegpiepsen. Das kann ich nicht wegpiepsen, das ist live. Sorry. Kannst sie muten. So, Kevin ist jetzt gemutet. Sorry, aber ich mein Stream ist freigegeben für Leute unter 18 und sowas kann ich da nicht brauchen. Absolut nicht. Genau. Du bist von Henrik gemutet, weil das Problem ist, sein Stream ab FSK 18 ist. Nein, ist er nicht. Ist er nicht unter FSK 18? Explizit frei. Simulatorenspiele sind allesamt unter 18. Und, ab 6, glaube ich, ne? Ja, genau. Und ab und zu schaut mir auch zum Beispiel der Sohn von einem Bekannten zu, der ist jetzt 5. Und sowas möchte ich da nicht drin haben. Definitiv. Das kann ich verstehen. Das kann ich nachvollziehen, absolut. Ja. Das kann ich aber auch verstehen. Auf nach VfB Stuttgart. Und die Damen Kurzstrecke. 30, 40, 50. Vier Minuten Verspätung und läuft von OBG. Oh, ich hab beste Leben. Ich hab erst 2,3. Zu viel auf WhatsApp gerade geguckt. Bei mir zu viel rote Ampeln. Hohenzollern. Ja. Aber was willst du machen, ne? Ja. Einen habe ich überfahren, weil ich einfach nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam. Und den Rest muss man nehmen hier. Kevin, ganz wichtig, du musst die Mods rausnehmen, ansonsten wirst du gebannt. Wollte ich nur erwähnt haben, dann wird auch dein LKW verändert. Wenn du da einen Mod dran hattest. Ach, ein PS-Mod ist in Ordnung. Philipp, PS-Mods sind auch in Ordnung. Nein, sind die nicht. Werden auch gebannt. Was? Guten Tag. Ja. Oh, diese Frage, ne, die ist wirklich echt sowas von unnötig. Ja, Stuttgart. Nein, nicht Stuttgart. Stuttgart ist scheiße. Stuttgart will kein Mensch sehen. Dass die gerade ein Tor geschossen haben. Naja, Stuttgart, VfB Stuttgart. Dass sie gerade ein Tor geschossen hat, das war eher Mitleid. Wir haben den selber reingemacht. Als Mitleid. Wie hast probiert zu VfB, rechtfertigen, ja. Ne? Wie hast probiert zu rechtfertigen? Ah, VfB ist halt schlecht, ne? Und da muss man halt auch ein bisschen Mitleid. Ja, ja. Halt klar. Feigen, genau. Guter Verein. Macht man so. Philipp, sowas wie Mitleid kenne ich nicht. Das weißt du. Sowas wie Mitleid kenne ich nicht. Das habe ich schon. Mein Beileid. Na, wenn er jetzt noch fahren würde, wäre das richtig super. Gesundheit. Bleibt der stehen oder fährt der jetzt der Depp? Von Kevin auch Gesundheit. Danke. Ein Spiel, was ich bereut habe, gekauft zu haben. Alter. Gesundheit. Danke. Genau. Gesundheit mal pauschal. Ich find's gerade ein bisschen hier lustig. Haben. Falken Sie ja Chaussee. Seppel. Ach nee, was habe ich gerade gesagt? Dass du es lustig findest. Nein, ich find's nicht lustig. Ich find's genau scheiße. Das VfB ein guter Verein sei. Ich find's nicht lustig, aber es ist funny. VfB ist Und dass du Mitleid mit diesem tollen scheiße. Verein hast. Was? Dass du Mitleid mit diesem tollen Verein hast, deswegen hast du ihm ein Tor spendiert, hast du gesagt. Genau, Alter, Digga. Weil das ja so ein toller Verein ist und den man unterstützen müsste. Ja, du redest gerade auch über meinen Verein, Hendrik. Was ist, ja, Philipp? Ja, der ist gut. Ich liebe Bremen. Bremen kann schon mal für die zweite Liga planen. Ah ja, das denkst du, Kollege. Ich würde mich freuen, wenn Bremen auch mal wieder in die zweite Liga kommt. Ich glaube, das haben sie mal nötig. Hallo. Nach der letzten Saison. Was redest du da? Ich erzähle nur die Nein! Wahrheit. Doch. Bremen hat verdient, in der ersten Liga zu sein. Nein, haben sie nicht. Doch. Nein. Wir sind in die Schalke. Weißt du ganz Oder ehrlich, VfB. Jungs. Philipp, hör mir mal zu. Gründet einfach einen Sportkanal hier und gut ist. Soll ich mal was sagen? Was? Ich kann doch verstehen, dass HSV abgestiegen ist. Ich finde, das haben die auch verdient. Lass uns jetzt mal nicht darüber reden, lass uns jetzt mal wieder über die anderen Themen reden.
Was fährst du? Wow. Auch bei dir. Oh, hier vorne haben wir wieder Backhausen, oder? Der Vorderste weigert sich zu fahren und der Hinter staut sich. Mhm. Ja, das ist ja nichts Neues. Umwelt, ach Gott, ey. Oh. Ich achte gerade, ich fahre jetzt mal erstmal hier rum. Hoffe, das geht gut. Man müsste eigentlich. Genau, der fährt erstmal die linke Spur und macht eine Gefahrbremsung. Warum auch immer. Muss man gerade ganz ehrlich sagen. 5 Minuten nach, schöne Geschichte. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich und sage, ich verpeste gerade die Umwelt. Ich bin mal ganz ehrlich, ich sag, ich habe 5 Minuten Verspätung. Läuft. Denke ich auch gerade so. Guten Tag. Also Pierre hat geschrieben, Stuttgart, also VfB Stuttgart kann schon mal für die zweite Liga planen. Ja, können die. Ja, bin ich auch deiner Meinung. Wie gesagt, ich weiß, wir haben hier in der Nähe zwei große Vereine und wer aber davon wo steht, habe ich keine Ahnung. Ne, wie gesagt, Fußball interessiert mich nicht. Okay, man kriegt halt mit, wenn man im Zug sitzt oder im Bus sitzt, die ganzen Bayern- und Löwen-Fans, aber das war's dann auch schon. Mhm. Einen dritten großen Verein hätten wir vielleicht noch mit dem FCN, aber das war's dann. Ich weiß nicht, wo die stehen. Bin überzeugt, die stehen irgendwo. Ja. In irgendeiner Liga werden die sein. So, hier haben wir auch wieder so ein Beispiel an bester Programmierkunst. Vor mir steht ein Golf in der rechten Straße, der guckt erstmal Löcher in die Luft. Links von mir kommt gar nichts, der guckt immer noch Löcher in die Luft. Der steht da immer noch und wenn sie nicht gestorben sind, dann stehen sie auch noch, dann noch da. So, jetzt habe ich Fahrt, jetzt kann ich fahren. Jetzt blinkt genau einer nach rechts. Du weißt, dass das hier eine einspurige Straße, eine Spur in eine Richtung ist. Wir fahren alle nur da lang. Nee. Ja, nicht. Eher nicht. Gerade total durch. Also, Wahrscheinlich sind Falschfahrer. Ja, ja, genau. So, du, so was hatte ich neulich. Ein Bus, der von vorne rechts nach hinten links fuhr. Warum er das getan hat, keine Ahnung. Was? Wasserwerkstraße. Bitte? Oh nee, warum Franzose? Allele, ja, mal. So, haben wir wieder fahr Mercedes. Wir haben wieder eine Bugsituation. Ciao. Sie stehen da vorne rum und gucken dämlich. Auf der linken Spur blinken sie alle nach rechts, warum auch immer. Auf der rechten Spur blinken sie auch nach rechts. Und jetzt bin ich ganz froh, dass die Kollision aus ist, weil diese Scheiße mache ich nicht mit. Die kannst du nämlich knicken. Schauen Sie dir an. Alles frei da vorne. Aber nein, ich habe ja das Recht, ich muss ja fahren. Aber das kann ich ja nicht. Knirsch. So. Könnt ihr mir kreuzen. Ja, schau mal, links stehen sie alle ineinander, ne? Aber wirklich ineinander. Ja, nee, ist klar, Jungs. Ja, das backt wahrscheinlich. Oh, Lex. Ui, yes. Jetzt fahrt er. Das ist normal, das sind Omsi-KI. Ja, aber dann backt man das zum Beispiel noch gerade. Aber ich hätte gerne, dass die Collies richtig aufmacht. Laufen. Das wird mir schon reichen. Guten Tag. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Ist echt so. So schade. Hallo. Henrik, hast du Kevin wieder entstummt? Nö. Entschuldige, aber wie gesagt... Stumm den mal wieder. Nee, das mache ich nach dem Stream. Das ist mir jetzt ein bisschen zu... Was? Nach dem Stumm? Nach dem Stream. Ich fahre doch nur noch diese Runde hier bis Falkensee und danach schalte ich den Stream ab. Stimmt. Und danach kann ich wieder entmuten. Wie gesagt, ist ein netter Mensch, ist ja kein Problem, aber halt nicht im Stream. Bärwinkel. Ja. Gut, okay, jetzt sind wir in Ordnung. Hendrik hat dich auf Discord gestummt wegen deinen Kommentaren, die nicht so ganz unter FSK 18 sind. Genau. Er kann dich selber stummen. Also ich kann einzelne Leute stummschalten. Ich habe hier genau. Komplette Möglichkeiten. Da ich am Streaming-Rechner das Ganze habe, kann ich sowohl den Discord muten, ich kann auch alle Tonspuren auf einmal muten, ich kann die einzelnen Leute im Discord muten. Am Bogen. Stimmt, ich habe dir das Ding gar nicht rausgenommen, die Betriebsleitung, ne?
Da habt ihr die rausgenommen? Doch, hast du rausgenommen, aber das hat nichts mit der Betriebsleitung zu tun. Das ist eine Discord-Funktion, einzelne Teilnehmer zu muten. Ja, das weiß ich, aber ich wollte es nur einmal eben, weil du... Betriebsleitung bin ich keine. Zwei Minuten Verspätung momentan, aber das geht. Da krieg ich gar nicht meine 67 Leute durch die Gegend. Schreibt da doch einer rein in die WhatsApp-Gruppe, ne? Erstmal möchte ich wissen, wo dieser Bastard meine Nummer her hat. Ich hab ich ihm gerade gesagt, ey, Philipp. Bist gleich der. Ja, sorry. Also mir leid, ich wollte das Wort aber jetzt auch nicht zensieren. Bist gleich der Nächste. Oh Mann, Henry, ich wollte das Wort jetzt nicht zensieren, sonst hättest du genauer gefragt, ja, was für ein Wort meinst du denn jetzt? Oder ja, was wäre denn jetzt Sache? Fragen wir dann, wenn wir hier so sind, wenn wir so weit sind, ne? Auf jeden Fall habe ich ihm dann. Jetzt kommt nichts mehr Böses. Jetzt kommt nichts mehr Böses. Okay. Versprochen. Da hab ich dazu ihm gesagt, es gibt auch eine Funktion bei WhatsApp, das heißt sich Gruppe verlassen. Da kann man drauf drücken, da muss man nicht da drinnen bleiben. Ja. So, da musst du ja nicht gleich beleidigen. Dann kannst du auch einfach die Gruppe verlassen und gut ist. Feierabend. Ne? Mal gucken, was er darauf antwortet. Lasst euch Zeit, Jungs. Das ist ein offizieller Übergang. Sieht man den weißen Streifen auf dem Boden? Ach komm, du Ampel. Bettgrün. Ach komm, dir kannst du mal. Hattest du auf dem Server schon so viel Spaß wie bei uns? Sei mal ehrlich. Ja. Ja. Halt, ja. Chaussee. Man, echt? Man hat ja, hier nicht nur, nicht nur die Gesellschaft, man hat vor allem auch die ganzen Leute, ne? Also nicht nur die Betriebsgesellschaft hier. Man hat vor allem auch die ganzen Leute. Ja, willst du jetzt das Wechselgeld rausdrucken, scheiß BBS-App? Sorry. Nee, BBS-App nutze ich für Mathe nicht. Ich wollte sagen, ich habe schon 5 in der Topfschwisse, ohne Scheiß. Bin ich jetzt gemutet? Nein, bist du nicht. Gut. Du bist nicht von mir. Natürlich kein Kleiner. Ja, Kevin. Was, Kevin? Ich verstehe dich ganz leise. Ich höre nicht mal. Was gibst du lachen? Ich höre dich nicht, Kevin. Der kriegt hier gerade einen Rappel. Also ich höre den Kevin überhaupt nicht. Falkensee, Siedlereck. Ich höre gar nichts. Wusstest du das nicht? Wusstest du das nicht? Ja, Ampel, wenn du grün werden willst, sag. Oh, danke. Ja, sag mir vorher Bescheid. Das ging raus. Ja, hatte gerade schon. Antrag auf grün werden eingereicht. Ja. Sie hat den Antrag bewilligt. Ich unterschreibe die Petition. Sie hat genehmigt, die Ampel. 13 Flocken magst du zahlen, grüß dich. Danke schön. Dieser Drucker, ne? Dieses Teil, das geht mir richtig auf den Sack, ne? Er hat dann die ganze Zeit, ganzen Tag das Karte stehen. 7,50 Euro und ich kann das nicht weg! Kein Scheiß! Musst du mir die App verkaufen! Ich verarsche dich nicht, das ist eine Rotze! Falkensee, Hamburger Straße. Richtig Hochbahnqualität, sag ich dazu nur. Ey! Was? Ja, guck, jetzt will der Kinderfahrschein und ich kann ihn dir nicht geben, weil ich erst auf die App zugreifen muss. Ja, Nahbereich ist ja kein Tagesticket, ne? Ist gelaufen. Steh ich da mit meinem Talent. Du kannst aber einfach T drücken. Was kann ich drücken? T. Nee, geht bei mir nicht. Hast nicht die vereinfachte?
Doch, habe ich, aber der nimmt das komischerweise nicht. Hm. Ich habe eine ausländische Tastatur. Oh. Das kann natürlich vielleicht der Grund dafür sein. Aus welchem Land? Aus Großbritannien. Also da sollten T's an derselben Stelle sein. Das sind eigentlich schon. Z und Y vertauschen. Aber irgendwie nimmt er die Funktion nicht. Sehr seltsam. Aber irgendwie nimmt er die Funktion nicht, der will das nicht. Hm. Dann neu setzen in Settings. Nö, alles gut. Ich mach das über die App. Die App ist chillig. Das geht schon. Sie Humboldt Allee. Kommen Sie rein, moin, jopp, danke, einsteigen, glücklich werden, mit mir fahren. Was denn? Du musst überlegen, so auf welcher Bit-Basis wurde es gebaut? 64 Bit. Genau. Deswegen läuft es auch so flüssig. Was denn? Genau. ETS-Simulator. Eine Frage habe bitte. Die Version läuft auf 64-Bit in der Regel. Ne? Hallo. Und wenn wir OMSI in 64-Bit hätten, was meinst du, wie flüssig der Scheiß hier laufen würde? Glaub mir mal. Alter, was? Was ist jetzt los? Hinter dieser Aussage verbarg sich der Zombie, wie ich höre. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, was er meint. Keine Ahnung, was du meinst. Erzähl es also, Boah, Alter. Warte mal noch ein bisschen. Jetzt erzählt er gleich noch einen vom Gipskrieg. Nein, ja, aber erzählt gleich nicht von der Stallkrise. Ja, genau. Wahrscheinlich von der Stallkrise. Jetzt wurde geblitzt mit 55 statt 50, 2 km/h Überschreitung. Oh. Na gut, dann kann der jetzt drauf. Nee, beim BBS gibt es leider keine Abzüge. Natürlich, so 3 km/h Toleranz. Wenn du über 100 fährst, 3%. Nicht beim BBS. Das ist aber so ein Mangel, das muss man dringend mal an die Abteilung für fehlenden Realismus weiterleiten. Ja, das ist ab nach PDB. Ich bin gar nicht sicher. Wurde der Typ an die ersetzt, nachdem er in Rente ging? Soll ich dir was sagen? Hä? Dann kannst du erstmal 3 Monate warten, bis die vielleicht mal sich dein Thema angucken. Ja, dann genau. Überlegen die Monat, ob die es bearbeiten wollen. Und dann kommst du als Antwort Timeout, sorry, oder? Nee, da kommt auf Antwort dann, wir besprechen das Thema, das dauert dann wieder 3 Monate. Irgendwie so weit, ja. Dann kommt die Bearbeitung, das dauert dann wieder 3 Monate und dann kriegst du danach innerhalb von 2 Monaten gesagt, ja, wir haben es bearbeitet, es ist fertig. Das heißt, du kannst ein Jahr warten. Mit dem nächsten Patch. Bis dein Thema durch ist. Dann müsst ihr erstmal Fachpersonal finden. Genau, dann bringen sie es erstmal raus, dann kostet es außerdem noch Geld. Und sie steht drunter Early Access. Genau. Wir machen doch heute so alle mit dem Rathaus. Aber 5 km/h sollte auch nur 35 Euro sein, oder? Ja. Das sollte in der Realität ja nicht mal einen Punkt geben. Nicht mal im Bus. Nur 5 km/h Überschreitung, oder? Du musst ausnahmsweise nur 35 Euro bezahlen. Wahrscheinlich, ja. 25. Was? 35. Ja. Moin. Das wäre schon geil, wenn die Firma meine Strafzettel mit übernimmt, aber ich glaube so optimistisch bin. Nee, ehrlich. Ich glaube, das warte, lass mich kurz überlegen. Nein! Philipp? Ja. Och. Och Mensch. Warte. Nein! Wohl. Dafür habe ich kein Geld. Das kann sich unser Betrieb dann doch nicht leisten. Ach verdammt. So, wir kommen wieder an die Ampel. Ihr würdet dann alle mit 100 extra durch die Blitzer fahren. Wir kommen hier an die Ampel der gigantischen Logik. Die lieben wir. Diese Ampel, wo ich gerade dran stehe hier, liebe ich heiß und innig. Ich fahre jetzt einfach mal ein paar Meter vor.
vor mir stehen in der anderen Schlange Autos, die nach links blinken. Oh, genau. Ja, schau mal. Mhm. Schau mal, wie sie fahren. Ja, der will abbiegen, ist okay. Der darf auch abbiegen, klar. Er hat nämlich Vorfahrt. Er kommt auf mich zu. Rechts, aber biegt links ab. Möchte der jetzt noch fahren oder gedenkt er, dass wir hier stehen bleiben? Was ich machen wir? Ringelpiez mit anfassen. Hallo, fahrt so. Nö, der will nicht fahren. Deswegen ist das meine Lieblingsampel. Die blinken alle rechts. Ich weiß, die Tür. Gedenken wir zuzugehen oder bleiben wir noch mal unten auf? Oder die Kube geben, dann fahren sie los. Ja, genau. Ja. Falscher. Vielleicht will er noch irgendwie eine Kaffeepause vorher machen. Ich weiß es ja nicht, was heute mit Dach ist. Heute ist Sonntag. Ja, scheinbar. Viele Sonntagsfahrer sind auf jeden Fall unterwegs. Da hast du schon recht. So, schön. Was darf sein? Wollen alle keinen Fahrstuhl, bestimmt alles Schwarzfahrer. Einmal Kurzstrecke bitte. Kurzstrecke willst du dann? Das Kinderticket einmal bitte. 2,30, 2,40, 2,50, 3,15. Einen normalen Fahrschein bitte. Mach 3,50. 3,50, 4,5. Oh mein, oh mein, oh mein. Ich hab schon viele Tage erlebt, aber das heute ist so wieder mal zuschlusspflichtig, du. Falten Sie. Vorletzte Station, Gott sei Dank. Soll ich jetzt mal in die Leitstelle von Zell und René reingehen? Die noch da ist? Warum? Warum so auch Spaß? BRT. Ja, oh. Kannst du machen. Ich zwing dir nicht hier zu bleiben. Mach mich dann kurz währenddessen stumm und komm dann einfach gleich wieder rein. Jo, viel Spaß, schönen Tag noch, tschüss. Warte, ich bin gleich wieder da. Machst du rein, tschüss. Bin ich gut. Mach's gut, ich bin ärgern. Ciao. Tschüss. Tschüss. Machst du rein. Um Dienst. So. Und die wollen jetzt hier noch mal. Das ist nur noch eine Station bis zum Bahnhof, das liest sie aber schon, oder? Aber okay. Trotzdem wollen die mit. Na gut. Du bist gesetzlich dazu verpflichtet, die Nini mitzunehmen. Auch wenn du es nicht willst. Es sei denn, sie würden die Betriebssicherheit irgendwie gefährden, aber da bin ich ja sehr erfinderisch. Hallo. Hallo. Eine Tageskarte bitte. Ach, eine Tageskarte. Also, Tageskarte Mensch, kommt jetzt mit Messer rein. Na klar. Einmal nochmal bitte. Alte gute 10 D-Mark schalten. War noch eine Währung, du, ne? 5 Mark Stück, ne? Ja, ich wurde mal gefragt, nenn mir mal ein Wort, mit dem die alten Säcke was anfangen können, aber die Jugend total verloren habe. Habe ich gesagt, ja, Heiermann. Das sagt keinem Jugendlichen mehr was, garantiert nicht. Ich weiß ja keiner mehr heute da, was ein Heiermann war. Stimmt, ja. Bahnhof Altensee. Heiermann war eine Bezeichnung. Guck, da kam die Frage! Ja, natürlich, klar, ist auch gerechtfertigt. Der Heiermann war eine Bezeichnung fürs 5 Mark Stück. Ja. Fürs 2-Mark-Stück war es Zwiegel und fürs 10-Pfennig-Stück war entweder das Zehnerl oder der Groschen. Oh mein Gott, Pia hostet mich. Wer? Pia hostet mich. Wenn Pia dich hostet, werde ich nachher dann gleich den Philipp hosten. Ja, Ehre. Ja, natürlich. Richtig Ehre. Oder um genau zu sein, werde ich dich komplett entern. Wie es sich für eine Piratencrew halt gehört, ne? Raiden. Was tust du? Pillage and Plunder. Jetzt weiß ich nicht mehr, was du meinst. Also, es gibt hier das Er macht einen Philipp. Also, entweder kann man hier drin ja den anderen hosten. Oder, genau. man kann ihn raiden. Wenn man ihn raidet, dann nimmt man quasi die eigenen Viewer und packt sie vollständig bei dir in den Kanal mit rein. Beim Hosten wird lediglich dein Kanal angezeigt, bei mir im Stream. Beim Raiden werden die Viewer rübergeschoben. Und dein Kanal bei mir angezeigt. Das ist natürlich geil. Und Raiden ist halt so, wie gesagt, Pillage and Plunder. Also plündern und rauben, morden, brandschatzen, wie es sich halt für den Piraten gehört. So, jetzt lassen wir hier erstmal das ganze Gerümpel aussteigen. Das ganze Gerümpel. Ja, also ich bin da Endhaltestelle. Ich war jetzt einmal Falkensee hin und zurück. Herzlich. Das ist aber gut. Tolu.
Das ist Mure. Das ist voll okay. Finde es immer chillig. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, also, ach, sowas ist das. Ja, guck mal, das kannte ich gar nicht bisher. Ne? Jo. Also, es gibt, wie gesagt, den Host und den Host. Host konnte ich. Host war eben nur dein Kanal beim anderen anzeigen, so dass jetzt gerade alle anderen zuschauen. Was? Und Raid ist halt, dass du die Leute wirklich aktiv in einen anderen Kanal rüberschiebst. Ja. Ich schieb die normalerweise in irgendeinen Kanal rein, der irgendwie bei mir möglichst in der Nähe liegt mit dem, was ich hier anzeige. So, jetzt kommt gleich noch der Abgesang. Das heißt, ich, bei mir kommt noch gleich ein Fließtext und danach, da bin ich Musik wieder. Dagegen und so weiter. Und da werde ich mich mal ganz kurz muten. Ja. Also hier, ja, da bin ich ein paar Stationen habe ich übersprungen. Soll ich mal sagen, wer auf der Leitstelle von dem auch mit dabei ist? Ha. Wer denn? Womit ich niemals gerechnet habe. Wer denn? Michael? Frank, ILVG. Oh mein Gott. Jo, und da kommt noch einer rein. Wen haben wir denn diesmal? Omsi2-Kanal. Danke. Was? Danke fürs Follow. Nee, Omsi2-Kanal hat bei mir gerade eben gefolgt. Den kenne ich ja. Ja, ich nicht, aber ja. Deswegen danke ich mir trotzdem. Der Pierre. Ach, der Pierre ja, ist das. Ja, das ist Pierre. Das ist Pierre, dann danke dir, Pierre. Der mich gerade gehostet hat. Ah. Ja, genau. Voll ungerecht hier. So, zurück ins Büro. Ich schaue nochmal nach, ob ich jetzt irgendwelche Aufstiege hier habe. Guck mal rein, vielleicht hast du ja welche, das wäre ganz nice. Ach, Ganztageskarte, ja, hier kriegen sie. Ich kann ihnen ein Ticket verkaufen. Wie viel kostet die bei euch? 57. 57, ach, da seid ihr ja billig. Bei uns kostet die Ganztageskarte für eine Person 13 in Berlin. Boah. Ja, aber das sind D-Mark, ne? Bei mir ist es Euro. Ach so, ja, da ist ja was. Dann wäre es ja quasi nur 6,50 in Euro. Ja. Das ist aber billig. Ja, das okay, ist billig. Das ist jetzt aus dem Jahr 94, ne? Mittlerweile ist Berlin wahrscheinlich bei 20 oder so. Ja, das steigt ja jedes Jahr. Ja, ich denke mal, bei 10 Euro oder 15 Euro sind die. Du weißt doch, die Fahrpreiserhöhung jedes Jahr das Einzige ist, worauf du dich bei den Verkehrsbetrieben verlassen kannst. Die kommt nämlich garantiert. Nee, Moment, in Bremen ist es dies Jahr nicht so. Nicht? Okay. Nee, bei Bremen bleibt es dies Jahr so. Ja, 10 Punkte mehr für 43 Touren unfallfrei. Mhm. Guck mal, läuft bei dir. Dieses Jahr so, ich weiß aber nicht warum. So, ja, wegen Corona, weil das Problem ist, weil viele auf Kurzarbeit sind und alles. Rang braucht man und noch nicht so viel Geld haben. Dann würde ich sagen, mute ich mal ganz kurz den Discord im Ganzen und würde sagen, ich verabscheue dem Ganzen hier. Dann gibt es ja noch eine schöne Musik und eine schöne Laufschrift und so weiter. Und danach werde ich wahrscheinlich den Busfahrer VWG dann eben raiden. Bis gleich. Das ist aber lieb von. Ja, das ist lieb von. Und das war das Letzte, was man eben gehört hat. Ich bin mit deinem Discord, jetzt habe ich mich gerade eben mal gemutet. Dann noch einmal vielen Dank für die... das erstmal das hier, weil ich bin hier ein wenig verwirrt. Ich höre da gerade noch was. Da will noch jemand und da hat noch jemand noch nicht. Irgendwas war da gerade eben. Sag mal. Omsi 2 folgt mir jetzt. Ja, das weiß ich. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe das Geräusch gehört, dass hier irgendwas passiert sein soll bei mir im Kanal. Aber ich sehe hier gerade nichts. Was sagt denn diese Eventliste, die ich hier habe? Ne, da steht auch nur Omsi2-Kanal seltsam. Sollte doch eigentlich äußerst dubios. Also wenn da jemand mir noch gefolgt hat, dann nochmal danke. Aber ja, wie gesagt, erstmal allen danke, die hier gefolgt sind. Und danke auch an Dirk als Abo. Ah, du hast mich gehostet. Ja, wie gesagt, danke. Allerdings, ich schieb gleich die Leute hier komplett zum Busfahrer VWG rein, weil ich mache jetzt auch Schluss. Ich kriege hier in Kürze Besuch. Das ist wahrscheinlich irgendwas zwischen 4 und 5 wollte der Besuch kommen. Und ich bin froh, dass ich das sogar noch streamen konnte. Deswegen mal ganz kurz. Was ist das? Nein, das. Ja, das kommt davon, weil so viele Knöpfe hier hat bei sich, ne? Ja, genau. Dann würde ich sagen, danke ich auf jeden Fall nochmal fürs Zuschauen. Ja, Dirk, genau. Den Jolly Roger, das ist deiner. Der ist dir.
Ja, genau, wie gesagt, ich rate ja gleich noch Busfahrer VWG. Ich mache jetzt den Schluss, ich drehe jetzt hier ab und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, richte jetzt eben noch einen schönen Gruß aus. Und ja, genau, dann jetzt der Abspann, ne? Ah, da ist er. Bis zum nächsten Mal. Servus. Just if they're all aware.